geschätzte Feuerwehren, liebe Teilnehmer des Webinars, Vorstellung und Einweisung in die Truppführerausbildung, darf euch alle recht herzlich begrüßen. Ich darf natürlich auch alle anwesenden Bezirksfeuerwehrkommandanten und Abschnittsfeuerwehrkommandanten sowie alle Hilfsorgane recht herzlich begrüßen. An der Spitze darf ich natürlich unseren Landesfeuerwehrkommandanten Robert Meyer und seinen Stellvertreter Michael Hutterer ebenfalls einen herzlichen Gruß übermitteln. Es sind heute anwesend 352 Feuerwehren sowie in etwa 40 Organe und Hilfsorgane des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes. Am Montag haben wir in etwa 435 Feuerwehren als Teilnehmer gehabt. Somit haben wir mit den beiden Webinaren ca. 780 bis 790 freiwillige Feuerwehren von Oberösterreich erreicht. In Summe, Montag waren ca. 750 Teilnehmer eingeloggt, heute in etwa 500. Das heißt, zwischen 1200 und 1300 Teilnehmer haben somit die Vorstellung und die Einweisung in die Truppführerausbildung mitverfolgt. Und das freut uns ganz besonders, dass dies doch diese wesentliche Änderung in der Ausbildung regen Zuspruch erlangt. Folgendes zur Inhaltsangabe. Diese Punkte möchten wir im Webinar behandeln. Nochmal wird der Landesfeuerwehrkommandant eine Begrüßung und ein paar einleitende Worte zu euch sprechen. Dann werde ich ein paar Rahmenbedingungen erläutern über die Truppführerausbildung. Es wird dann gefolgt von der Magister Marie-Louise Ettmeier mit der Richtlinie der Truppführerausbildung. Dann Inhalt und Aufbau der Unterlagen. Das ist der Löwenanteil des Webinars, wird durch Hannes Niedermeyer vorgetragen werden. Einerseits als Mitglied des Ausschusses Bildung und andererseits natürlich als Abschnittsfeuerwehrkommandant, der wird euch einiges erzählen über die Ausbildung aus Sicht des Abschnittsfeuerwehrkommandanten, weil er in seinem Abschnitt Schwanenstadt bereits einen Probedurchgang Truppführerausbildung absolviert hat. Begleitet wird er, und das freut uns ganz besonders, wir haben einen Gastreferenten gewinnen können, vom Armin Lenz von der Freiwilligen Feuerwehr Rutzenham vom Bezirk Vöcklabruck. Er ist Ausbildungsverantwortlicher dieser Feuerwehr. Und diese Feuerwehr wird dann seine Feuerwehr näher vorstellen. Bei Gott keine große Feuerwehr und wird aus Sicht eines Ausbildungsverantwortlichen euch ein paar Dinge näher bringen. Was war gut, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, und er hat auch im Abschnitt mitgearbeitet. Übergangsfrist und Übergangsbestimmungen kommen dann wieder von mir, sowie Auswirkungen auf den Lehrgangsbetrieb, auf das aktuelle Schuljahr, gibt es ein paar Folgeplanungen, Auswirkungen auf das Schuljahr 2021/22, ebenfalls dort wird sich die Truppführerausbildung niederschlagen und abgerundet wird das Webinar mit einer Zusammenfassung. Dauer in etwa eine Stunde 45 bis zwei Stunden. Im Hintergrund werden natürlich auch Fragen beantwortet. Ihr könnt Fragen im Chat stellen. Ersuche bei euch gleichzeitig nur sachliche Fragen hineinzustellen und nicht, wenn irgendwo ein Teilnehmer gesehen habt, ja, hallo, servus, wie geht's dir oder grüßt euch und sonstiges. Sehr nett, aber bei dieser Teilnehmeranzahl ersuche ich euch tatsächlich nur sachliche Fragen in Bezug auf die Truppführerausbildung zu stellen. Die Fragen werden beantwortet, alles was die Richtlinie betrifft, durch die Magister Louise Ettmeier, Markus Hurnaus wird Fragen beantworten, er war auch Mitglied im Ausschuss Bildung und vor allem im technischen Bereich, Daniel Bernhard wird Fragen beantworten und alles, was mit Cybos, mit Laufzettel und so weiter zu tun hat, wird der Stefan Hackl die Fragen beantworten. Ich darf jetzt unseren Landesfeuerwehrkommandanten Robert Meyer um seine Begrüßung und um die einleitenden Worte bitten. Ja, geschätzte Abschnittsfeuerwehrkommandanten, liebe Bezirksfeuerwehrkommandanten, liebe Kommandanten, Führungskräfte der oberösterreichischen Feuerwehren, liebe Kameradinnen und Kameraden, alle, die ihr heute euch Zeit nehmt zu diesem
Webinar zum Thema Truppführerausbildung, Einführung einer neuen Ausbildungsform, aber die uns, so denke ich, inhaltlich doch auch nicht unbekannt ist. Die Truppführerausbildung ist etwas, was sozusagen eine Ausbildung mit Mehrwert darstellt, und ich möchte auf den einen oder anderen Punkt auch in meiner Einleitung entsprechend darauf eingehen. Ich bedanke mich aber gleich vorweg bei allen, die sich heute wiederum die Zeit nehmen. Die Zahlen wurden ja bereits durch den Schulleiter-Stellvertreter dargestellt, und es ist beachtlich, aber diese Möglichkeiten über ein Webinar erlauben es, eine große und eine breite Teilnehmerzahl mit sozusagen in die Informationen einzubeziehen, und dafür ein herzliches Danke an alle, die anwesend sind. Danke aber auch allen gleich vorweg, die in der Organisation, in der gesamten Abwicklung hier im Landesfeuerwehrkommando mitwirken, damit diese Webinare entsprechend von der Technik bis zum inhaltlichen Ausgestalten auch gut funktionieren. Ja, ich habe es angesprochen, die Truppführerausbildung, eine Ausbildung mit Mehrwert. Wir werden auch heute immer wieder auch mal auf das Thema entsprechend eingehen. Und es ist doch auch ein bedeutender Schritt, den wir heute hier machen. Ein bedeutender Schritt in der Ausbildung zum einen, aber andererseits ein konsequenter Schritt in einer Neuausrichtung, die ja sozusagen nicht nur in Oberösterreich als solche stattfindet, sondern die ja österreichweit schon in den Jahren zuvor und auch permanent sozusagen eine Änderung in der Ausbildungslandschaft sozusagen im Laufen ist. Und hier setzen wir ebenfalls die Schritte gemeinsam mit den anderen Landesfeuerwehrschulen in Österreich. Die Ausbildung steht im Wandel, sie steht auch in der Neuausrichtung, und wir kennen es durchaus vermutlich im beruflichen Umfeld, verhält es sich ja nicht viel anders, dass es andere geänderte Rahmenbedingungen gibt, andere Anforderungen auch an den Ausbildungsinhalt, an den Methoden. All das sind wesentliche Auslöser auch für uns, sozusagen weitere Schritte in der Ausbildungsgestaltung. Wir haben ganz wesentlich auch in Österreich schon seit vielen Jahren letztendlich Kompetenzprofile, wo einfach enthalten steht, welche Kompetenz soll denn ein Mitglied, das Truppmann-Ausbildung absolviert oder jetzt eine Truppführerausbildung absolviert oder einen Gruppenkommandanten-Lehrgang absolviert, welche Kompetenzen soll er eigentlich haben oder sie haben. Und da geht es dann nicht so sehr um das, was die Ausbildung sozusagen nur klassisch im Lehrgangsbetrieb sie abbildet, sondern was für Fähigkeiten sollen unsere Mitglieder haben. Und auf das baut letztendlich dieses System der Kompetenzprofile. Und diese Kompetenzprofile sind österreichweit gleich. Und das ist gleich der zweite Punkt, der sehr wesentlich ist: Harmonisierung in der Ausbildung. Das heißt auch das Gleichschalten mit den anderen Bundesländern, dass es da keine Unterschiede nicht gibt und dass es auch keinen Unterschied macht, wo ich vielleicht durch einen Umzug zur Feuerwehr gehe, wo es dann letztendlich auch um Anrechnungen geht. Wir haben auch schon einige Male in den Kommandantenweiterbildungslehrgängen berichtet über Neuausrichtungen, den Zugängen auch zur Ausbildung, den Zugängen zu Lehrgängen. Aber es sind immer so Schlagworte, die natürlich hier mitschwimmen: Bedarfsorientierung oder auch Zielgruppenorientierung. So Begriffe, die uns durchaus auch in der Zukunft begleiten sollen, Ausbildung in der Feuerwehr auch zu planen. Wer braucht denn tatsächlich welche Ausbildung? Wer soll welche Ausbildungen an der Landesfeuerwehrschule machen? Oder eben neu, wo reicht es vielleicht für das Mitglied sogar? Also so Truppführerausbildung ist für mich ausreichend. Und wo braucht es aber dann die Spezialisierung oder wo braucht es auch diesen Karriereweg in der Feuerwehr? Und wir müssen auch aufgrund der Lehrgangsplätze sehr genau auch darauf achten, dass wir jene in die Feuerwehrschule im Führungsbereich bringen, die tatsächlich auch in Richtung Führung sich weiterentwickeln wollen und dann vielleicht bei einer Wahl auch Funktionen übernehmen. Und wir können hier auf sehr hohe Stände sozusagen auch aufbauen, allein im Gruppenkommandantenbereich, im aktiven Feuerwehrbereich unserer und der Mitglied im aktiven Bereich
haben derzeit rund 24.000 Kameradinnen und Kameraden einen Gruppenkommandantenlehrgang absolviert. Also das ist durchaus eine beachtliche Zahl. Aber besonderer Fokus gilt hier Bedarfsorientierung und auch die Zielgruppenorientierung. Eine Konsequenz und eine Folge aus dem Gesamten ist natürlich auch, dass es andere und geänderte Lehrgangsformate mit sich bringen wird. Es geht auch darum, sozusagen neue Anforderungen gerecht zu werden. So dieses Thema E-Mobilität oder alternative Antriebsformen oder vieles andere auch, braucht auch Ausbildungsformate. Es braucht auch die Abbildung in einer Feuerwehrschule. Und letztendlich heißt es aber, dass die Feuerwehrschule, so wie wir sie jetzt kennen, auch noch mehr Spezialisierungen machen muss, nämlich mehr Spezialisierungen im Ausbildungsbereich anbieten. Das heißt, auch da wird sich das Lehrgangsangebot, muss sich verändern können. Und in der derzeitigen Situation sind wir fast nicht mehr in der Lage, weil der derzeitige Lehrveranstaltungsplan hier keine Freiräume für das ermöglicht. Und Mehrwerte durch Anrechenbarkeiten, Mehrwerte erzeugen, die Anrechnungen erzeugen im Sinne von, was kann ich in die Organisation vielleicht aus dem beruflichen Umfeld mitnehmen und wird angerechnet und umgekehrt, was kann man auch bei der Feuerwehr sich erarbeiten und was hat dann einen Mehrwert möglicherweise auch im beruflichen Umfeld. Auch das braucht in manchen Dingen eine Schärfung, wenn es um den Lehrgangsbetrieb und um die Zeit als solches geht. Also Ausbildung, wir sehen, das Gesamte ist ein sehr komplexes Werk und die Gesamtheit als solches muss man auch weit über die Grenzen als solches auch sehen. Auch ein nicht unerheblicher Faktor ist immer auch der Faktor Zeit. Wie viel Zeit kann auch unser Mitglied aufbringen für Lehrgänge, für Ausbildungen? Auch denke ich mal, wird das für die Zukunft Bedeutung haben und umso mehr müssen uns auch wir hier entsprechend orientieren und auch die Angebote schnüren. Ja, es wurde angesprochen, Truppführerausbildung ist ja schon seit langem ein Thema. Das hat jetzt 2017 eigentlich schon begonnen. Und 2017 wurde durch Auftrag der Landesfeuerwehrleitung der Ausschuss für Bildung und Bewerbe mit dem Auftrag versehen, zum einen die Zugangsvoraussetzungen zum FLA Gold zu überarbeiten. Das ist ja mittlerweile schon einige Zeit abgeschlossen. Und ein zweiter Bereich, der hier dann aufgenommen wurde, ist das Thema Truppführerausbildung. Und dass man auch einmal die Namen und Personen dahinter sieht, wenn man den Ausschuss für Bildung und Bewerbe schon vielleicht das eine oder andere Mal in diesem Zusammenhang gehört hat. Das sind die Personen, die mitgewirkt haben. Es ist ein bunter Mix, möchte ich fast sagen, aus unterschiedlichsten Bereichen aus Feuerwehren heraus mit unterschiedlichsten Zugängen und Ansätzen. Und genau das war aber das Wichtigste auch dabei, dass es eben diese Unterschiede und diese differenzierte Diskussion dazu auch gegeben hat, damit wir auch alles weitgehend berücksichtigen konnten. An dieser Stelle ein wirklich herzliches Dankeschön an alle, die hier auf diesem Chart erwähnt sind. Danke, die sich hier intensiv über viele Jahre letztendlich jetzt und in unzähligen Besprechungen, Sitzungen und auch viel Hausaufgaben, die Sie ja mitgenommen haben, erledigt haben. Ein besonderes Danke für dieses Zusätzliche, das Sie sich hier auferlegt haben. Ja, ich komme zu Begrifflichkeiten und möchte da zwei Dinge auch für uns jetzt sozusagen nochmals klarstellen oder vielleicht besser nochmal darstellen. Wir haben in der Vergangenheit natürlich immer gesprochen, wenn wir Grundausbildung in der Feuerwehr machen, den Grundlehrgang auf Bezirksebene machen, dann war das für uns die Grundausbildung per se. Das war es, das ist es. Tatsächlich, und da sind wir wiederum an der Grundlage der Kompetenzprofile, die österreichweit, wie gesagt, einheitlich hier ausgearbeitet sind, dass die Grundausbildung in der Feuerwehr und der Grundlehrgang auf Bezirksebene das Kompetenzprofil des Truppmannes abbilden und die Truppführerausbildung mit einer abschließenden Prüfung auf Bezirksebene, auf Abschnittsebene, dann die Truppführerausbildung gemäß dem Kompetenzprofil darstellen. Also diese beiden Begriffe,
sollten wir sozusagen als solches wirklich auch auseinanderhalten. Und die Truppführerausbildung in der Feuerwehr, das Inhaltliche, wird heute noch entsprechend dargestellt und erläutert. Ausbildung und der Werdegang in einer Feuerwehr hat durchaus auch eine Bedeutung. Wir haben uns speziell auch im Ausschuss immer wieder mit den Fragen auseinandergesetzt, welche Mehrwerte kann Ausbildung erzeugen, welche Mehrwerte können wir generieren und wo können wir hier Ansätze geben, dass wirklich auch das Binden und Halten in unserer Organisation vielleicht auch da eine Bedeutung bekommt. Und wenn man sich das Schema anschaut, so haben wir im Jugendbereich eigentlich ein sehr, sehr erfolgreiches Modell. Mit Eintritt bis hin zum Übertritt in den Aktivstand können unsere Jungfeuerwehrmitglieder immer auch etwas erreichen, immer etwas sozusagen in einem Jahr erreichen, damit auch in gewisser Weise belohnt werden. Und dieses Programm hat sich so aus meinem Dafürhalten sehr, sehr bewährt und ist auch sehr, sehr erfolgreich. Und neben dem hohen Engagement, das gerade aus den Bereichen der Jugendverantwortlichen, der Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer, mit allen, die sich auf Bezirk- und Abschnittsebene hier intensiv engagieren, ist unser Jugendmodell ein sehr, sehr erfolgreiches. Der Cut mit dem 16. Lebensjahr, mit dem Übertritt dann in den Aktivstand, ist aber durchaus einer, der sehr schwierig oft ist, bedeutend natürlich ist, vor allem dann, wie halten wir auch Mitglieder, die dann 16 plus sind oder nach der Jugend eben in den aktiven Stand wechseln. Und dieser Zeitstrahl oder diese Grafik, die ich daneben, daneben sozusagen zeigt, wie welche Möglichkeiten absolviert werden können, zeigen auch, dass wir durchaus in dieser vielleicht schwierigen Zeit von 16 bis zum 21. bis zum 24. Lebensjahr auch Bindung erzeugen können, dass er hier vieles ermöglicht, was er machen kann, ob es Leistungsprüfungen, Bewerbe sind, aber auch die Schiene der Ausbildung ist hier ein wesentlicher Faktor. Und in der Zeitschiene, gerade wenn es um die Ausbildung auch geht, soll auch jede Phase der Ausbildung, gerade aus der Truppmann-Ausbildung heraus, dann Truppführerausbildung und dann bis das den ersten Mal sozusagen in die Feuerwehrschule kommen kann, es soll ja auch die Möglichkeit gegeben sein, Erfahrungen zu sammeln, das Wissen, das er sich angeeignet hat, zu festigen, das Ganze auch zu intensivieren in der eigenen Feuerwehr, zu lernen und wirklich dort die Erfahrungen auch zu sammeln und dann Schritt für Schritt auch im Ausbildungsbereich sich weiterentwickeln können und nicht sozusagen Lehrgang machen, zack, nächster Lehrgang, nächster Lehrgang, nächster Lehrgang, nächster Lehrgang. Ich denke, das ist nicht zielführend, denn man braucht auch die Zeit der Festigung und es braucht auch einfach die Zeit, Erfahrungen zu sammeln. Ja, und aus dem heraus, da nochmal in großer Darstellung, diese Darstellung, welche Möglichkeiten unsere Mitglieder letztendlich im aktiven Bereich haben. Es sind viele und die sollten und kann man entsprechend gut nutzen. Und da sind zwei Bereiche. Das ist Leistungsprüfungen und gerade Leistungsprüfungen haben einen ganz, ganz hohen Ausbildungswert für uns in den Feuerwehren. Und es ist ja auch nicht niedergeschrieben, dass ich eine Leistungsprüfung auch nur ein einziges Mal machen darf. Das kann ja durchaus eine wiederkehrende Prüfung durchaus auch sein. Vor allem aber auch heraus, dass Leistungsprüfungen mehr noch in Anrechenbarkeiten mit einbezogen werden. Ja, und das bewährte Bewerbssystem, also es gibt hier ganz, ganz viele Modelle und Möglichkeiten, auch auf dem Hintergrund Truppführerausbildung, Ausbildung als Mehrwert und als solches, denke ich, man sollte auch dieses Thema betrachten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich jetzt eine interessante Zeit in den Ausführungen zu der Truppführerausbildung. Nochmals Dankeschön fürs Mitwirken und ich darf jetzt wieder an den Schulleiter Stellvertreter Gottfried Kerschbaum-Meyer übergeben. Danke, Landesfeuerwehrkommandant, für deine Begrüßung und deine einführenden Worte. Zu den Rahmenbedingungen.
Kommandant hat es erwähnt, ein Auftrag der Landesfeuerwehrleitung ist an den Ausschuss Bildung im November 2017 ergangen, sich Gedanken darüber zu machen, zur Schaffung einer Grundlage für eine durchgängige Führungsausbildung gemäß dem Kompetenzprofil Truppführer des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes. Der Ausschuss ist ja schon vorgestellt worden, weil alle dabei waren, natürlich nicht nur Personen des Landesfeuerwehrkommandos, der Landesfeuerwehrschule, Feuerwehrkommandanten aus den Bezirken, Feuerwehrkommandanten, Kommandantstellvertreter aus größeren Feuerwehren, Ausbildungsverantwortliche der Bezirke. Ganz einfach ein gesunder Querschnitt, wenn man das so sagen kann, die mit Ausbildung ganz einfach zu tun haben. Intensiv haben natürlich dann in weiterer Folge auf operativer Ebene Ausarbeitung Handzettel, Ausarbeitung Unterrichte, PowerPoint-Präsentationen, andere Aufbereitung von Inhalten haben da sehr, sehr intensiv die Ausbilder der Landesfeuerwehrschule mitgearbeitet, schrägstrich mitarbeiten müssen. Bei denen möchte ich mich auf diesem Weg auch nochmal recht herzlich für die Ausarbeitung und doch in Zeiten des Lockdowns ist durchaus möglich, wen für die Knochenarbeit bedanken. Die Umsetzung und Ausrollung soll ja mit 1. Jänner 2021 sein und somit kann die Ausbildung bei den Feuerwehren eingeführt werden und auch starten. Zu den Anrechenbarkeiten. Die Ausbildung ist in verschiedene Module gegliedert. Jawohl, verschiedene Module können aufgrund bereits absolvierter Lehrgänge angerechnet werden. Hierzu mehr im nächsten Part des Vortrages in der Richtlinie. Sämtliche Unterlagen, die Truppführerausbildung betreffen, wie gesagt Handzettel, PowerPoint-Präsentationen, werden von der Landesfeuerwehrschule zur Verfügung gestellt und morgen, übermorgen, so in dem Bereich, werden sie dann hochgeladen werden und somit sind sie ab nächster Woche für euch verfügbar im Download-Bereich auf unserer Homepage. Es ist auch ein Laufzettel, wenn mit der Ausbildung begonnen wird, in Cypos anzulegen, analog dem Laufzettel Grundausbildung. Hierzu hat es bereits ein Webinar vor kurzer Zeit gegeben, wie das auch im Cypos zu handhaben ist und wie das geführt wird. Ein Hinweis noch, dieses Webinar wird natürlich aufgezeichnet. Der Link wird zur Verfügung gestellt und somit könnt ihr euch in den Feuerwehrkommanden das Webinar ansehen, wenn es irgendwo vielleicht etwas unklar ist und sagt, das ist im Webinar erwähnt worden, das möchte ich mir nochmal anschauen oder das auch andere sehen können, weil jetzt, der Link hat ja weitergeschickt werden können, aber es ist ja nicht unbedingt gewollt, dass sehr viele Personen auf einen Fleck aktuell zusammenkommen, das wissen wir alle miteinander. Deshalb die Aufzeichnung und ihr könnt es gerne nachsehen. Auch diese Präsentation, die heute vorgestellt wird, beziehungsweise die ihr da seht, wird auch online gestellt werden im PDF-Format und wird euch zur Verfügung gestellt werden. Ja, der nächste Part über die Richtlinie und den wird die Frau Magister Marie-Louise Ettmeier euch vortragen. Sie war nicht nur Mitglied im Ausschuss Bildung, ist schon einige Jahre bei uns im Haus im Landesfeuerwehrverband tätig. Die Stabsstelle Bildungsmanagement begleitet und betreut sie. Darüber hinaus betreut sie auch die Agenten SVE, die kennen Sie bereits, die Marie-Louise. Und die Jugendarbeit ist ebenfalls ein Part von ihr, FMD ebenfalls. Bitte, Luise, ich darf dich versuchen. Ja, vielen Dank, Gottfried. Geschätzte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass ich heute die Richtlinie zur Truppführerausbildung vorstellen darf. Ich habe sie auch gleich mitgenommen. Es ist ein sehr schlankes Werk geworden mit insgesamt 7 Seiten inklusive Inhaltsangabe. Wir haben uns sehr bemüht, dass wir da wirklich eine kurze, kompakte, verständliche Richtlinie zur Verfügung stellen. Und ich würde jetzt gerne die Richtlinie in ihren 14 Punkten durchgehen. Gleich zu Beginn, der Punkt 1, das Ausbildungsziel.
Das Ausbildungsziel ist die Aneignung der im ÖBV-Kompetenzprofil Truppführer geforderten Kompetenzen. Das ist einmal das Ausbildungsziel. Das bedeutet konkret, dass die Ausbildungen, welche in der Grundausbildung in der Feuerwehr und im Grundlehrgang im Bezirk erworben wurden, dass dieses erworbene Wissen erweitert wird und vertieft wird und gefestigt werden soll. Der Feuerwehrmann, die Feuerwehrfrau soll jedenfalls für den Einsatz als Truppführer, Truppführerin vorbereitet sein. Ja, und ganz wesentlich ist auch, dass der Truppführerabschluss und das Erreichen des 18. Lebensjahres die Voraussetzung für sämtliche Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule bilden. Zur Umsetzung, wie bereits erwähnt, ist die Durchführung und der Verwendung flächendeckend einheitlicher Lehrgangsunterlagen, die von der Landesfeuerwehrschule Oberösterreich bereitgestellt werden, vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt in der eigenen Feuerwehr oder auch im Pflichtbereich im Rahmen des Alarmplanes oder überregional, beispielsweise auf Abschnittsebene. Es ist ein wesentliches Ziel auch, dass die Ausbildung der Inhalte nach Möglichkeit in den bereits vorherrschenden Übungsbetrieb integriert werden soll. Dies bedeutet, dass es auch berücksichtigt werden sollte bei der Gestaltung des Übungsplanes, die Inhalte der Truppführerausbildung einzubinden. Ja, und es gibt eben keine Mindestteilnehmerzahl, aber es wird empfohlen, dass die Personenanzahl gemäß Handzettel befolgt wird und berücksichtigt wird. Dies gilt insbesondere für praktische Übungen. Ja, zum Geltungsbereich und zu den Übergangsbestimmungen. Also zu den Übergangsbestimmungen gleich vorweg kommen später weitere Folien. Das ist ein bisschen ein Thema, was noch genauer präzisiert werden muss und jetzt nicht im Rahmen der Vorstellung der Richtlinie angesprochen wird. Aber der Geltungsbereich sehr wohl. Und zwar ist es so, dass die Truppführerausbildung von allen Feuerwehrmitgliedern, welche bis Stichtag August 2021 über keinen Gruppenkommandantenlehrgang verfügen, die Truppführerausbildung von diesen Mitgliedern durchlaufen werden muss. Einzelne Module müssen nachgeholt werden, sofern es keinen Lehrgang gibt, der entsprechend der Äquivalenztabelle, die wir später sehen werden, vorhanden ist. Ja, dann schauen wir weiter zur Dauer. Die Dauer des Lehrgangs, und da steht bewusst Mindestausbildungsdauer, beträgt 44 Stunden. Es wird empfohlen, sich für die Ausbildung der Inhalte durchaus auch mehr Zeit zu nehmen. Für den Zeitrahmen sind bis zu 24 Monate vorgesehen. Dies bedeutet konkret, dass man frühestens nach 13 Monaten den gesamten Truppführerabschluss machen kann. Man hat aber theoretisch auch bis zu 24 Monate Zeit. Einzelne Module, also die Truppführerausbildung gliedert sich, wie vorher schon gehört, in Module, können bereits früher abgenommen werden, aber der Abschluss eben erst nach frühestens 13 Monaten. Ja, und Personen, welche bereits einzelne Lehrgänge erfolgreich absolviert haben, können ausstehende Module und somit den Truppführerabschluss ohne zeitliche Mindestfristen abschließen. Zu den Teilnehmervoraussetzungen. Also grundsätzlich gibt es drei Voraussetzungen, nämlich erstens, dass es sich um ein aktives Mitglied einer Feuerwehr handelt, zweitens eine Erste-Hilfe-Ausbildung in dem Gesamtausmaß von 16 Stunden vorhanden ist. Grundsätzlich gilt auch, dass diese Ausbildung nicht älter als 5 Jahre ist, sonst müsste nach 5 Jahren in 8 Stunden eine Auffrischung nachgeholt werden. Und weitere Voraussetzung ist das eingetragene Zertifikat Grundlehrgang im Bezirk im Seibos. Ja, und es steht auch weiter unten, es ist uns ein großes Anliegen, dass auch Reservisten an der Truppführerausbildung teilnehmen, sofern es ihre gesundheitliche Eignung erlaubt. Ja, zur Infrastruktur ist wichtig zu sagen, dass störungsfreie Vortragsorte und Übungsorte gewählt werden. Die Infrastruktur und die Objekte müssen den Anforderungen, die für jede andere Feuerwehrübung gelten, entsprechen. Dies bedeutet konkret keine Gefährdung von Personen, keine Verschmutzung von Personen oder Gegenstände, beispielsweise bei Löschübungen, und eine umweltgerechte Vorgehensweise. Es ist ganz zentral, dass man eine störungsfreie, anschauliche, wirklichkeitsnahe und zeitgemäße Ausbildung ermöglicht. Zu den Fahrzeugen und Gerätschaften, wie bereits vorhin erwähnt, sollten diese bei praktischer Ausbildung
vorzugsweise aus der eigenen Feuerwehr kommen, die Geräte und die Fahrzeuge eben. Wenn diese fehlen, dann ist eine Zusammenarbeit mit den Feuerwehren aus dem Alarmplan oder aus dem Pflichtbereich anzustreben. Zu den Ausbildervoraussetzungen: mindestens die Funktion Gruppenkommandant oder Ausbildungsverantwortlicher oder Ausbildungsverantwortliche in der Feuerwehr. Das ist die Grundregel. Unterstützt können diese Personen werden durch modulspezifisches Fachpersonal. Zu den Unterlagen, wir haben es vorhin schon erwähnt, jegliche Handzettel, PowerPoint-Präsentationen, ein Prüfungskatalog mit ca. 120 Fragen, ein elektronischer Laufzettel etc. werden von der Landesfeuerwehrschule zur Verfügung gestellt. Natürlich auch diese Richtlinie wird zur Verfügung gestellt und die ersten Unterlagen werden bereits Ende dieser Woche verfügbar sein. Zur Bekleidung: diese muss der Ausbildung entsprechend angepasst werden. Dies bedeutet, bei der praktischen Ausbildung muss die PSA verpflichtend getragen werden. Ja, und dann kommen wir zur Erfolgskontrolle. Da wird dann auch später der Niedermeier Hannes ein bisschen mehr darüber erzählen, weil der hat das ja praktisch auch alles durchlebt. Die Teilnahme grundsätzlich an den einzelnen Modulen wird durch den Ausbildungsverantwortlichen in Servos eingetragen und dies wird bestätigt vom Kommandanten selbst. Die Abnahme der Prüfung erfolgt durch das Abschnittsfeuerwehrkommando und die Prüfung ist grundsätzlich so aufgebaut, dass es schriftliche, also Theoriefragen und praktische Fragen gibt. Die schriftlichen Fragen gliedern sich in offene Fragen und Multiple-Choice-Fragen und es gibt grundsätzlich zwei Varianten des Prüfungsantritts, die gestattet sind, und zwar erstens die Absolvierung der Prüfung aller Module an einem einzigen Prüfungstermin. Oder, was wahrscheinlich in der Praxis viel häufiger der Fall sein wird, die Absolvierung der Prüfung einzelner Module über mehrere Prüfungstermine verteilt. Ja, und grundsätzlich ist es gedacht, dass das Modul Taktik erst am Schluss gemacht wird. Warum? Weil es modulübergreifende Fragestellungen gibt und natürlich vorher alle Module absolviert werden müssten, damit man auch das Taktikmodul bestehen kann. Ja, und zur Abrechnung: die Prüfungskosten, sprich das Bewerterentgelt, die Fahrtkosten und die Verpflegung der Bewerter werden vollständig abgegolten. Dies sieht konkret so aus, dass das Bezirksfeuerwehrkommando mit der Landesfeuerwehrschule verrechnet und von der Landesfeuerwehrschule selbst wird ein Abrechnungsformular zur Verfügung gestellt. Ja, jetzt kommen wir zum spannenden Thema Anrechenbarkeiten. Konkret ist es so, dass alle, die bis zum August 2021 einen Gruppenkommandantenlehrgang absolviert haben, das Zertifikat Truppführerausbildung in Servos hinterlegt bekommen und somit gilt die Truppführerausbildung für diese Personen für abgeschlossen. Es ist aber wahrscheinlich auch sehr häufig der Fall, dass Personen einzelne Lehrgänge bereits absolviert haben. Und hier können auch die entsprechenden Module angerechnet werden. Ich werde das jetzt ein bisschen auch konkret vorlesen, damit man es dann auch wirklich einmal hört, für alle, die es noch nicht gehört haben. Und zwar ist es so, dass der Maschinistenlehrgang in der Landesfeuerwehrschule sowie die Maschinistengrundausbildung, sollten diese vorhanden sein, wird das Modul kraftbetriebene Geräte vollständig angerechnet. Das Funkmodul wird angerechnet, wenn der Funklehrgang vorhanden ist. Das Branddienstmodul wird angerechnet beim Gruppenkommandantenlehrgang bis August 2021. Wenn man den technischen Einzellehrgang absolviert hat, wird das technische Modul angerechnet. Das Einsatz-Taktik-Gefahrenlehre-Modul und auch das Schadstoffmodul werden beim Gruppenkommandantenlehrgang bis August 2021 angerechnet. Und das Atemschutzmodul wird angerechnet bei der Atemschutzgrundausbildung oder dem Atemschutzlehrgang in der Landesfeuerwehrschule. Sprich, also wenn jemand diese Lehrgänge bereits gemacht hat, werden die entsprechenden Module angerechnet und die ausständigen Module müssen noch absolviert werden. Beim Gruppenkommandanten, wie gesagt, wird die gesamte Truppführerausbildung angerechnet, vollständig. Kommen wir jetzt noch zum Lehrplan der Truppführerausbildung. Es handelt sich, wie bereits erwähnt, um ein Mindestausbildungsmaß von 44 Stunden. Man sieht hier auch die einzelnen Module, die in ihrer Dauer mal länger, mal kürzer sind. Ich werde auch diese jetzt genau durchgehen. Das Modul Atem- und Körperschutz hat eine Dauer von 5,5 Stunden und beinhaltet die Themen Atemgifte, Einsatzgrundregeln und Atemschutzgeräte.
Es ist mir an der Stelle wichtig zu erwähnen, dass dieses Atem- und Körperschutzmodul auch für nicht taugliche Personen in Bezug auf den Atemschutz zulässig ist und auch so konzipiert wurde, dass es auch von diesen Personen problemlos gemacht werden kann. Das Modul Nachrichtendienst hat eine Gesamtdauer von 7,5 Stunden, sprich gut einen Tag, und beinhaltet die Dienstvorschriften, gesetzliche Grundlagen, allgemeine Bestimmungen, die Funkordnung, den Funksprechverkehr, Feuerwehrfunk, das Nachrichtennetz, das VAS, die Alarmierungsordnung, das Formular- und Meldewesen, die Gerätekunde, Funkgeräte und Sprechübungen. Der Brandeinsatz hat einen Löwenanteil in der Truppführerausbildung und beinhaltet mindestens 12 Stunden. Also drinnen sind die Baustoffe, die Bauteile, die Bauarten, der Brandverlauf, Flashover und Backdraft, die Strahlrohrführung, das Schlauchmanagement, die Grundlagen taktischer Ventilation und das Thema Leitern. Und auch der technische Einsatz ist ein großer Brocken mit 12 Stunden und beinhaltet die Absturzsicherung, Halten und Retten, die Grundlagen der Mechanik, die Menschenrettung nach einem Verkehrsunfall und das Heben von Lasten. Der Schadstoffeinsatz und die Gefahrenlehre sind mit 3,5 Stunden veranschlagt und beinhalten die Grundlagen zum Schadstoffeinsatz und zur Gefahrenlehre. Zum Einsatztaktikmodul, welches relativ kurz ist, gibt es Informationen zum Thema Einsatztaktik. Es ist so, wie der Name schon sagt, dass die Truppführerausbildung auch das Wort Führen beinhaltet. Insofern ist es wichtig, dass der Truppführer auch hier bestimmte Basiskenntnisse erlangt zu diesem Thema. Und das Thema kraftbetriebene Geräte ist mit 2 Stunden veranschlagt und enthält lediglich eine Unterweisung kraftbetriebener Geräte. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich diese Richtlinie vorstellen konnte. Es ist viel Arbeit reingeflossen und ich freue mich jetzt über Gottfried Kerschbaumeier, der weiter im Programm führen wird. Herzlichen Dank. Ja, danke, Luise, für den Vortrag, für die Vorstellung der Richtlinie für die Truppführerausbildung. Und im Programm geht es weiter mit dem Hauptteil, der Löwenanteil dieses Webinars, Inhalte und Aufbau der Unterlagen, wird im Anschluss von Hannes Niedermeyer präsentiert werden. Hannes Niedermeyer brauche ich, glaube ich, in dieser Runde den oberösterreichischen Feuerwehren und Anwesenden des Webinars heute, glaube ich, nicht vorstellen. Langjähriger Ausbilder in der Oberösterreichischen Landesfeuerwehrschule, hat natürlich auch im Ausschuss Bildung und somit bei der Erstellung der Truppführerausbildung mitgewirkt, Abschnittskommandant des Abschnittes Schwanenstadt und nicht zuletzt Oberösterreichischer Landesbewerbsleiter und Bundesbewerbsleiter. Hannes, bitte. Ja, geschätzte Feuerwehrmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, für mich ist natürlich auch eine besondere Ehre, dass ich da heute sitzen darf. Und wir haben von unserem Abschnitt eine Pilotausbildung durchgeführt, was die Truppführerausbildung betrifft, denn ich wollte es wirklich genau wissen. Also wie schon erwähnt, also als Mitglied des Ausschusses und natürlich auch als Ausbildner der Landesfeuerwehrschule, denn wie kommt das jetzt bei uns in der Landesfeuerwehrschule, wo ich als Ausbildner tätig bin, wie kommt denn das wirklich an? Und es haben sie von unseren 18 Feuerwehren 10 Feuerwehren zur Verfügung gestellt. Und die 10 Feuerwehren, die haben 48 Teilnehmer gestellt, die nach diesem Grundlehrgang im Bezirk jetzt diesen nächsten Schritt zur Ausbildung und die Truppführerausbildung anstehen. Und bei diesen 10 Feuerwehren insgesamt sind 26 Ausbildner und die 26 Ausbildner haben diese Inhalte umgesetzt. Kann man sich jetzt vorstellen, bei so einem Projekt oder bei so einer Einführung, vielleicht kommt der Abschnittsfeuerwehrkommandant und sagt, das ist zum Machen und das ist zum Durchführen und alle sagen jawohl und das haut dann hin. Nein, das haut eigentlich nicht hin. Denn ich glaube, man muss ganz anders anfangen. Man muss einmal die Mannschaft und die Basis fragen und auch die Führungskräfte, was haben wir denn von dieser Truppführerausbildung
wo liegt der Benefit, wo liegt wirklich unser Aufwand und was kriegen wir für diesen Aufwand. Und wir sind gleich mal draufgekommen, dass diese Ausbildung in dem permanenten Übungsdienst eingearbeitet werden kann, auf 2 Jahre gesehen, und natürlich auch die Übungen und Schulungen der jeweiligen Feuerwehren werden dann entsprechend gut aufgewertet. Das ist ein wesentlicher Teil. Bezüglich der Zeit, 44 Stunden, in etwa, sagen wir mal, reden wir von 40 Stunden. Wenn Sie eine Feuerwehr, die kleinste Feuerwehr in Österreich, die muss mindestens 6 Übungen im Jahr machen und 2 Schulungen. Wenn wir das mit je 2 Stunden, dann kommen wir schon mal auf 16 Stunden. Und wenn wir es auf 2 Jahre, dann sind wir eh schon fast bei den 40 Stunden dabei. Wenn der Abschnitt vielleicht nur sagen, einen Ausbildungstag anbietet, dann haben wir das, dann haben wir das leicht geschafft. Auch die Lehrgänge im Bezirk, wenn man jetzt einen Lehrgang im Bezirk macht und das anbietet, sind die Feuerwehren auch draufgekommen. Und das war ein wesentliches Argument. Die Feuerwehren können sich die Zeit besser einteilen. Und Angebote, überregionale Angebote sind sehr statisch und müssen dann wahrgenommen werden oder können dann eigentlich dann nicht absolviert oder besucht werden. Ihr habt schon die Module gesehen und ihr habt auch die Dauer gesehen und auch die Inhalte. Ich will nur eins jetzt. Das ist ein wesentlicher Teil. Ihr habt schon mal für den Ausbildungsplan 2021 bitte gleich einmal schauen, was für die Themen sind da jetzt auf dem Ausbildungsplan jetzt einmal vorgesehen, diese Themen einzuarbeiten, und zu diesen Themen kriegt ihr natürlich entsprechende Werkzeuge, könnt euch die entsprechenden Werkzeuge einfach hochladen. Wo sind nur wesentliche Vorteile? Und auf das müssen wir ganz gewaltig aufpassen, und wir als Führungskräfte werden wir auch in Zukunft uns entsprechend anpassen müssen, dass die nächsten Generationen, die was nach uns kommen, vielleicht nicht ganz so viel Zeit spenden wie wir es machen, so viel Zeit spenden zur Verfügung haben oder der Feuerwehr geben wollen. Sollte das überhaupt nicht heißen, dass der Feuerwehr nicht so positiv eingestellt sind? Nein, sonst waren sie ja nicht bei uns. Auf alle Fälle, mit der Zeit unserer Mitglieder müssen wir sorgsam umgehen. Und das ist eine wesentliche Situation. Unser Ausbildungssystem braucht natürlich auch eine Verbesserung. Ich sehe das so, ist Ausbilden zum Beispiel beim Gruppenkommandantenlehrgang. Dass man bei einem Gruppenkommandantenlehrgang einen Leiterndienst macht und erklärt, wie man zweiteilige oder dreiteilige Schiebleiter aufstellt, ist du eigentlich für einen Gruppenkommandantenlehrgang ja eigentlich schon relativ, also über der Gebühr. Also eigentlich sollte man das vorher schon, ein Teilnehmer sollte das vorher schon mal wirklich intus haben und nicht bei einem Führungslehrgang, also diese Basis einfach vermittelt werden. Und ein Führungslehrgang hat, glaube ich, auch ganz andere Inhalte, und dem müssen wir gerecht werden. Natürlich gibt es ein Kompetenzprofil des ÖBV, und dieses Kompetenzprofil, was österreichweit ist, das sollte natürlich auch genauso gut einfach seinen Fuß finden. Nach 2 Abenden waren wir uns einig, und wir haben gesagt, alle Ausbildner und alle Feuerwehren haben gesagt, das Abschnitt ist, ja, die Truppführerausbildung, die bringt uns sehr wesentliche Vorteile, und diese Vorteile und den Benefit, den was wir jetzt dann durch das erreichen, den wollen wir unbedingt haben. Und wir haben Organisationen gemacht, und wir haben Besprechungen und so weiter, und da finde ich es ganz wichtig, dass das Abschnittsfeuerwehrkommando mit seinen Oberamtsleitern und ganz besonders der Oberamtsleiter für die Ausbildung die Steuerungsgruppe im Abschnitt übernimmt, und die haben erstens einmal den direkten Kontakt zu den Feuerwehren, und die natürlich dann entsprechend die Ausbildung, wann die gestartet wird, wann die begleitet wird, und natürlich, es geht auch irgendwann einmal zu einer Prüfung, und zu der werden wir heute noch kommen, und das werde ich natürlich auch nur entsprechend nur so. Vielleicht nur ein wesentlicher Benefit, nehmen wir nur eines Beispiel her. Wir haben früher immer bei der Verkehrsregelausbildung am Funklehrgang gefordert. Und heute ist es so, wenn man die Truppführerausbildung abgeschlossen hat, dann ist auch der Teil Funk dabei, und dann kann er auch mit diesen abgeschlossenen Truppführerausbildung kann er die Verkehrsregelausbildung im Bezirk machen. Er braucht nicht extra jetzt nochmal einen Funklehrgang nochmal besuchen. Und auch ein wesentlicher Teil ist nur, die Ausbildner in den Feuerwehren, die lernen natürlich auch die Teilnehmer ganz besonders und die Neigungen und die, sage ich mal, die,
wo Sie in Zukunft eigentlich eher Healing wollen in der Feuerwehrausbildung. Der eine ist geeignet für Funkausbildung, der eine ist geeignet für Maschinistenausbildung oder für Atemschutzausbildung und finde ich auch es sehr guten Vorteil. Gut, verschiedene Ausbildungsorte. Ein verschiedener Ausbildungsort. Erstens, wir haben es probiert in den eigenen Feuerwehren. Ja, habe ich schon berichtet. Und natürlich, wir haben einen Abschnittstag auch noch gemacht. Bei dem Abschnittstag haben wir mehrere Themen angeboten. Die Teilnehmer waren ja auch da. Das haben wir zweimal haben wir das gemacht. Und wir haben aber nicht die ganze Zeit gemacht, sondern wir haben nur diese Anfangsausbildungszeit durchgeführt und die Perfektion und die Überarbeitung oder die Festigung ist in den jeweiligen Feuerwehren dann durchgeführt worden. Man kann sich das, glaube ich, auch vorstellen, manche Feuerwehren haben zum Beispiel keinen Atemschutz nicht. Es sind nicht viele Feuerwehren, aber es gibt es. Manche Feuerwehren haben zum Beispiel keinen Greifzug nicht oder keine Hebekisten nicht. Und genau diesen Fehlbestand kann man auf einer überregionalen Ausbildung, ob das jetzt im Pflichtbereich oder im Abschnitt ist oder alarmmäßig, ganz egal, kann man da kompensieren. Und das finde ich einen wesentlichen Vorteil. Jetzt wird sich der eine oder andere ja fragen, naja, warum braucht man denn wirklich eine Ausbildung auf dem Atemschutz oder auf dem Greifzug oder Hebekissen, wenn ich das in meiner eigenen Feuerwehr ja gar nicht habe. Da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, dieser Ausbildungsteil, Truppführer, und irgendwann macht er dann einmal einen Gruppenkommandantenlehrgang, also Führen 1, sollte er da nicht von diesen Geräten oder von dieser Anwendung die Grundkenntnisse zumindest haben, und die Grundkenntnisse werden da vermittelt. Also Ausbildungstag im Abschnitt, wie man es da jetzt sieht, also bei der Umsetzung, wir haben es gehabt, 48 Teilnehmer haben daran teilgenommen und wie gesagt, also die Themen waren bei uns Funk, Taktik und Schadstoffeinsatz. Bei so einem Ausbildungstag, da habe ich nicht, ist Hannes Niedermeyer ausgebildet und auch nicht unser Hauptamtsalter, der Werner Kronlochner, die was wirklich alles beherrschen, sondern wir haben einfach Ausbildner hergenommen aus den Feuerwehren, Zugskommandanten, Ausbildungsleiter, Ausbildner, Gruppenkommandanten, und unser Test war, dass die mit den Handzetteln und mit den PowerPoint-Präsentationen und mit den Wissensinhalten gut umgehen können und dass sie es auch umbringen können. Ja, also wir haben festgestellt, man braucht eine Richtlinie, man braucht Handzettel, man braucht eine Präsentation, in Form, also für den theoretischen Unterricht, und man braucht ein Laufwerk, wo der Ausbildner sich das entnehmen kann, und man braucht natürlich auch, der Teilnehmer muss auch irgendwo reinschauen können. Und diese Präsentationen, zum Beispiel im PDF-Format, eignen sich auch ganz gut für die Teilnehmer zum Festigen, zum Lernen zu Hause, zum Wiederholen. Und natürlich gibt es auch dann eine, auf unserer Homepage des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes, gibt es dann diese Möglichkeit, dass jeder Einsicht haben kann und dass er sich anschauen kann. Wir haben dann mit der Ausbildung 2019 begonnen und im Frühjahr haben wir auch einige 2020 schon also angefangen, und natürlich der Lockdown hat Verzögerungen mit sich gebracht. Also und das ist dann auch von dem Frühjahr im heurigen Jahr bis jetzt im Herbst mehr oder weniger wieder mal unterbrochen worden, aber wir haben es gemacht. Ich komme dann schon noch zu den Berichten, was wir gemacht haben. Auf alle Fälle Werkzeuge des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes, und da rede ich jetzt von Handzettel, von Richtlinien, von Präsentationen, müssen zur Verfügung gestellt werden, werden natürlich auch zur Verfügung gestellt. Ihr werdet dann auch noch erfahren, was die Unterlagen, was die kriegt. So, und jetzt gehen wir zu einem Thema, zum Beispiel, jetzt nehmen wir das Schlauchmanagement außer. Also das Schlauchmanagement, also Schläuche zu verlegen, wissen wir, und wir verbinden auch einen Trupp, der was so heißt, das ist der Schlauchtrupp. Und das Wort Management ist halt ein bisschen neu, moderner geprägt, und diese Kombination macht es eigentlich aus. Wenn man jemanden fragt, der was von einem Feuerwehreinsatz zurückkommt, der was nicht beteiligt ist, und der fragt die Feuerwehrleute, was habt ihr da gemacht oder was hast du da gemacht, und der sagt, ich habe Schläuche ausgelegt, dann denkt sich der Unbeteiligte, ganz vorne war er halt nicht dabei oder vielleicht nicht ganz so eine wichtige Aufgabe gemacht.
Aber wenn ich sage, okay, ich habe im Schlauchmanagement gearbeitet, dann klingt das ja eigentlich schon wieder ganz, ganz, ja, irgendwie besonders auch wichtig. Und natürlich ist für uns Feuerwehrleute ist es auch wichtig. Was sind die Inhalte und so weiter? Schlauchlängen abzuschätzen ist eine wesentliche Sache. Klingt vielleicht ganz banal, aber muss auch trainiert sein und muss natürlich auch im Einsatz auch funktionieren. Was habe ich für die Schlauchtragemöglichkeiten? Die Möglichkeiten zu der Schlauchverlegung. Einsatzsituation, ob die Schläuche auszuziehen, Schläuche in Buchten und so weiter, die Schlauchrollen, die Schlauchversorgen und so weiter, ist eine wesentliche Standardtätigkeit im Feuerwehreinsatz und sollte natürlich auch entsprechend beherrscht und ausgebildet werden. Wie gesagt, also zu jedem Thema gibt es einen Handzettel. Und da sehen wir jetzt einen Handzettel zum Schlauchmanagement. Und der Handzettel ist der rote Faden. Und der Handzettel ist eigentlich auch, sage ich mal, für mich als Ausbildner, erstens einmal zum Vorbereiten, dass ich gleich mal da jetzt in dieser Vorbereitung mit diesem Handzettel mich auf Situationen einstimme, was ich bei der Ausbildung mache. Und ein guter Ausbildner oder eine gute Ausbildnerin bereitet sich wirklich auf jede Ausbildungseinheit vor und überlässt eigentlich das nicht den Zufall. Und ich mache das selber immer. Erstens stelle ich auf die Ausbildungssituation gedanklich ein und natürlich auch organisatorisch, was kann ich besonders zeigen, was kann ich mitnehmen, wie kann die Ausbildung anschaulich wirklich und wirklichkeitsnahe sein. Wenn man sich jetzt das Handzettel im Detail ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir erstens einmal oben das Thema Schlauchmanagement. Dann gibt es ein Ausbildungsziel, ja, dass man mit dem Schlauch verlegen und so weiter, dass man das praktisch durchführt und so weiter. Und da gibt es natürlich Teilziele und in diesen Teilzielen, da springe ich jetzt drüber, aber eigentlich das, was wir zuerst schon gehabt haben, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Was ist die Methode? Die Methode ist eine praktische Übung. Und natürlich vor dieser praktischen Übung macht man natürlich ein Lehrgespräch, eine Information. Eine Information kann natürlich auch dieses Art Lehrgespräch kann auch in Form von Folien und so weiter sein. Also man geht zuerst von der Theorie in die Praxis. Also so viel Theorie ist notwendig und so viel Praxis ist möglich. Also das ist ein wesentlicher Teil. So, und bei sehr vielen Handzetteln steht halt auch nur drauf, was für die Unterlagen, wo kann man nur nachschauen und so weiter. Und in unserem Fall weist da dieser Handzettel auf das Fachschriftenheft 122 hin. Und das Fachschriftenheft 122, da diesem M507 Schlauchmanagement, M heißt Maßnahme, und dieser Hinweis, wenn wir da jetzt schauen, dann, und ich klicke da jetzt da rein, und sehen wir, die Zeit nehmen wir sie jetzt, dass wir auf die Homepage von Fachschriftenheft 122 gehen. Und ich stelle das immer wieder bei den Lehrgängen vor und das ist eine absolute geniale Einführung des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, das Fachschriftenheft 122. Erstens einmal ist absolut zeitgemäß und dann ist so interaktiv und das, wie man da jetzt sieht. Und wenn man da jetzt von diesen Standardeinsatzmaßnahmen, von diesen 10 Standardeinsatzmaßnahmen ausgehen und wir schauen uns die Standardeinsatzmaßnahme Nummer 6 an, das ist der Zimmerbrand. Und da sehen wir aber zum Beispiel jetzt, wir haben sie gemerkt, 507 Schlauchmanagement. Und wenn wir das da jetzt aufschlagen, dann sehen wir zum Schlauchmanagement da jetzt nur Informationen. Also was muss in der Vorbereitung was machen, in der Ausführung und beim Beenden. Okay, und wenn man auf Weiteres schaut, dann seht ihr da hier unten. So, Schlauchmanagement, da sehen wir es, gell? Wenn wir da jetzt draufklicken, dann kommen wir zu einem Dokument und dieses Dokument beinhaltet, und da sehen wir jetzt, das sind 6 Seiten, und auf diesen 6 Seiten habe ich weitere Informationen zum Schlauchmanagement. Und muss man eigentlich schon sagen, das ist eine absolute Klasse-Geschichte. Das ist einmal das Fachschriftenheft 122. Also dieses Webinar, wie ihr heute aufzeichnet, und ihr könnt es jederzeit, also diesen Link könnt ihr natürlich immer wieder folgen. Oder? Ein zweiter Hinweis ist dann die Wissensdatenbank des Bundesfeuerwehrverbandes. Bei diesem Link ist genau das Gleiche. Beide Links sind ohne Passwort, also sind frei zugänglich für jedes Feuerwehrmitglied, also steht frei im Netz. Und wenn wir diesem Link folgen,
kommen wir auf die Homepage, auf die Seite des Bundesfeuerwehrverbandes. Und wenn wir da jetzt schauen, bei Service oben, sehen wir dann da, ist dritten von oben, die Wissensdatenbank. Und wenn wir diese Wissensdatenbank da jetzt anklicken, dann seht ihr da herunten Informationen, also Übersicht, erstens einmal Kategorien. Kategorien und in diesen Kategorien sind immer wieder nur Informationen. Und wenn ich da in die Löschgruppen da jetzt einige, dann sehe ich da, schaut mal, was da Themen sind. Da sind Themen, also wir finden da zum Beispiel wieder unser Schlauchmanagement, auch da sind wieder Dokumente hinterlegt. Und natürlich genauso gut von der Gruppe im Brandeinsatz, von Herstellen einer Saugleitung und, und. Also wir haben mit diesen Unterlagen, mit diesen Schätzen, ja, ganz was Gewaltiges in der Hand. Und das liegt alles bei euch. Und das ist, muss man sagen, eigentlich eine ganz wichtige Geschichte. Und ich wie auch als Ausbildner sehr oft gefragt, wow, Hannes, der eine Vortrag da, was du jetzt gemacht hast, hey, konnte ich das nicht haben, gell? Da tue ich mir natürlich absolut schwer, weil erstens, wenn ich den Vortrag jetzt rausgebe, dann sagen sehr viele dann auch, irgendwann, die was einmal Pfeiberschwäne kommen, Hannes, nicht einmal, das, was uns du da zeigst, das hat unser Gruppenkommandant vor ein paar Jahren uns schon gezeigt, gell? Also, ja, okay, nein. Also, wir müssen auf das natürlich schon aufpassen, aber das, was euch wir da jetzt geben für die Truppführerausbildung, das sind Schätze, das sind ein Wahnsinn. Und ihr könnt da draußen so tolle Sachen machen und man wird dann sagen, boah, von wo habt ihr das her? Von wo hast du das her? Das ist echt anschaulich und ich werde da, sage ich mal, nur positive Kritiken ernten. So, okay, über das haben wir geredet, vorbereiten, wann dieser Hinweis ist auf das Fachschriftenheft 122 oder wenn wir von der Wissensdatenbank einiges finden. Also dann werden wir das natürlich finden, weil wir vielleicht die Sachinformation zu dieser Ausbildung einfach nur dazu brauchen. Geräte braucht man natürlich auch, eh klar. Denn ohne Geräte können wir natürlich nichts machen. Also wir haben gesagt, wir wollen so viel Praxis wie möglich, wollen wir anbieten und das wollen wir auch machen. Das ist ein wesentlicher Teil. Wenn Geräte da als Vorschlag dabei sind, dann machen wir das. Wenn da zum Beispiel ein Schlauchtragekorb dabei steht und ich habe in meiner Feuerwehr einen Schlauchtragekorb, ja, dann werde ich diesen Schlauchtragekorb natürlich ausbilden. Wenn ich den nicht habe, na, dann geht es halt nicht. Gell? Also dann ist das auch klar, dann muss ich mit denen arbeiten. Zu den Hinweisen, es gibt ab und zu Hinweise, wo man sagt, wie da jetzt das Beispiel, das Schlauchmanagement sollte man vor der Strahlrohrführung, bevor man mit den Strahlrohren beginnt, sollte man natürlich mit der Schlauchleitung beginnen. Und dieses Strahlrohrtraining, das ist dann quasi aufbauend auf diese Schlauchmanagement. Über die Zeit, da ist Vorschlag 120 Minuten, das muss nicht in ein Stück funktionieren. Also wir rechnen nicht immer in Zeiten, sondern wir rechnen auch in Kompetenzen. Wenn jetzt mancher diese Fähigkeiten schon mitbringt und entsprechend in diesem Thema schon gefestigt ist, dann kann man auch schon weitergehen. Also dann ist das auch klar. Aber auch da nochmal der Hinweis, 25% Theorie, 75% Praxis bei diesem einen Teil. Also, okay, gut. Was war da in den Handzetteln jetzt? Wir brauchen das jetzt nicht mehr alles genauso aufgliedern, aber was ist noch alles drinnen? Wie zum Beispiel die Schlauchleitungen im Gelände verlegen. Gell? Schlauchleitungen und Reserven richtig festlegen, ja, über das haben wir schon eigentlich geredet. Das Schlauchmanagement bei einem Einsatz in einem Gebäude. Da jetzt aufpassen, wir bieten da jetzt keine Jugendschutzträger aus und wir machen auch nicht das so weit, dass wir sagen, okay, wir gehen die jetzt in einen Raum ein, wo wir vielleicht einen Atemschutz brauchen. Nein, das tun wir nicht. Aber wir bereiten vielleicht eine Schlauchleitung vor einem Gebäude vor. In der Zwischenzeit rüstet sich der Atemschutztruppe aus und das ist eigentlich die Aufgabe vom Schlauchmanagement. Oder vielleicht sogar, es ist unter keine besonderen Gefahren, aber in diesem Gebäude, in ein Stiegenhaus und so weiter, muss eine Schlauchleitung verlegt werden. Und natürlich, und wenn keine besondere Gefahr nicht ist, durch Atemgifte, kann man entsprechend natürlich auch so vorgehen. Auf eine Schlauchleitung über eine Leiter vorzutragen, ja, ist auf alle Fälle ein Thema. Und natürlich ist ein siebter und letzter Punkt, habe ich da jetzt noch, das Schlauchparkett oder Schlauchtragekörbe, je nachdem, wie die Feuerwehr ausgestattet ist, was die Feuerwehr in ihrem Einsatzplan quasi in ihrer Taktik hat. So, die Folien dazu, zu diesen Handzetteln haben wir jetzt schon gehabt.
Und jetzt schauen wir sich die Folien an. Bei diesen Folien seht ihr jetzt auch, erstens ist es sehr ansprechend. Ansprechend immer wieder mit Bildern, mit Skizzen und natürlich auch auf den Folien immer wieder das Notwendigste, was eine Erklärung ist. Manche Folien eignen sich ganz gut für die Ausbildung, manche Folien sind natürlich auch ein Teil davon, von dieser praktischen Ausbildung, aber auf dieser Folie wird das gezeigt und erinnern wir sich daran, 75% der Ausbildung soll man eigentlich praktisch machen und natürlich nicht nur die Folien anzuschauen, sondern praktisch auch zu arbeiten. Ja, das war jetzt einmal zum Schlauchmanagement. Ich gehe jetzt nur zu ein paar Themen, wo man sich einfach nur anschauen und sagen, ja, was ist denn da nur so was drin in der Truppführerausbildung? Wir bleiben beim Brandeinsatz, schaut sich da die taktische Ventilation an. Nur ein Teil davon, gell? Also es sind nur ein paar Folien. Es sind wesentlich mehr Folien, also in diesen vorgegebenen Satz. Und wo man dann die taktische Ventilation, die Druckbelüftung, wo man es vom Beginn bis zum Betreiben, also in Schritt für Schritt im theoretischen Unterricht erklärt wird. Da haben wir zum Beispiel den Brandverlauf. Brandverlauf, Flashover, Backdraft und so weiter, alle diese Grundbegriffe, einfach erklärt mit einem Handzettel die notwendige Sachinformation, wo es zu wenig ist, wieder auf links wieder weitergehen, weitergeleitet und so weiter. So, da habe ich jetzt noch was Technisches. Da schauen wir jetzt auch noch rein, weil das ist nämlich auch wirklich hochinteressant. Beim technischen Einsatz stellen wir uns jetzt vor, dass das Menschenrettung bei einem Verkehrsunfall, ja, das kommt auch noch, ist auch dabei. Aber ich fange jetzt mit ganz was anderes an. Ich fange jetzt mit einer Absturzsicherung an. Und bei der Absturzsicherung, wenn man erstens die Absturzsicherung macht, sollte man natürlich auch erstens einmal ein paar Knoten beherrschen. Und diese Knoten muss man natürlich auch entsprechend wieder üben. Aber das sind einfache Knoten. Gell? Und diese Knoten finden dann Anwendung zum Beispiel beim Rückhalten. Beim Rückhalten in absturzgefährdeten Bereich, wo man mit ganz einfachen Mitteln, mit einer Rettungsleine, mit einem Feuerwehrgurt, vielleicht mit einem Karabiner noch, wo wir uns einfach Personen sichern. Und wir wissen, wir haben sehr viele Einsätze, wo dieses Sichern einfach erforderlich ist. Ja, und in diesen Folien da jetzt, das sind Originalfolien, also habe ich jetzt nur ein paar rausgenommen, wo das dann entsprechend beschrieben und anschaulich einfach dargestellt ist. Zum Beispiel auch das Überwinden einer schiefen Ebene, also mit einer verletzten Person, was für die Möglichkeiten, dass ich dazu habe. Da jetzt eine Leiterrettung, Person wird über Fenster, über die Leiter gerettet und so weiter, also auch mit praktischen, anschaulichen Beispielen. So, und zum technischen Einsatz nochmal was zurück. Also Menschenrettung bei einem Verkehrsunfall, Standard-Einsatzmaßnahmen in Wörzung. Na gut, wir haben ja gar kein hydraulisches Rettungsgerät. Ja, okay, wissen wir schon, dass wir vielleicht manchmal ein hydraulisches Rettungsgerät brauchen, aber bei jedem Verkehrsunfall, die ersteintreffende Feuerwehr, gibt es erstens einmal eine Personenbetreuung, dann gibt es natürlich auch, wie in diesem Unfall vorzeige, was ist da besonders los, wie kann man da jetzt einen Zugang schaffen, nach was für eine Regel geht man, nach dieser sogenannten Autoregel geht man vor und der Foliensatz ist da jetzt beschrieben, also vom Eintreffen, von Absichern der Einsatzstelle bis zur Versorgung und natürlich Mithilfe bei einem Rettungsdienst, wenn die Person aus dem Fahrzeug gerettet wird und natürlich auch mit was ist ein Rettungskarten, auf was für die Sicherheitseinrichtungen muss man dann vielleicht ganz besonders nur aufpassen bei einem Unfallfahrzeug. Ganz was Triviales jetzt, nämlich zum Funk. Auch der Funk wird da gemacht und es ersetzt natürlich keinen Funklehrgang, also jetzt in dem Sinn, wo man sagt, okay, der Funklehrgang hat 2,5 Tage früher dort und jetzt auch nur der Lehrgang, aber wird das jetzt alles gemacht? Nein, Funk wird 7,5 Stunden, aber zumindest der Truppführer, der Absolvent, kann dann einmal ein Handfunkgerät, ein Fahrzeugfunkgerät, Florenstation genauso gut, kann er einschalten, kann er bedienen, er kann die richtige Gruppe auswählen, er weiß die wichtigsten, was ist ein Homebutton und so weiter und was ist ein DMO oder und so weiter, also alle diese Funktionen, mit denen kann er ganz gut umgehen, weil er in seiner Funktion ist Truppenführer, zum Beispiel Oppenschutztruppenführer oder weil er vielleicht irgendwo als Verkehrsregel oder Lotse dann später mal steht, kann er ganz gut umgehen und da kann er einfache Funkgespräche machen. Und er kann auch
mit zum Beispiel mit einem Einsatzformular umgeht. Er kann ein Einsatzformular entsprechend ausfüllen, weil er vielleicht Mörder ist von einem Gruppenkommandant, und er kann auch das Was-Gerät bedienen. Also alle diese Fähigkeiten und diese Kompetenzen sind in diesen 7,5 Stunden beinhaltet. So, okay, das war einmal zum ersten Teil. Jetzt haben wir einmal Handzettel gemacht. Richtlinie hat uns die Magister Luise Ettmeier vorgestellt. Dann haben wir die PowerPoints, haben wir da oder dort was angeschaut. Also das ist nur ein kleiner Einblick gewesen. Also da gibt es weitaus mehr in diesen verschiedenen Bereichen. Und ich möchte jetzt überleiten also zu einem Kameraden aus unserem Abschnitt, aus dem Abschnitt Schwannenstadt. Das ist der Armin Lenz und der ist Gruppenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rutzenham. Und die Feuerwehr Rutzenham hat auch Teilnehmer dabei gehabt. Und der Armin wird uns berichten, wie es einer auf Ortsebene bei dieser Umsetzung der Ausbildung gegangen ist. Ich nutze jetzt vorher gleich einmal die Gelegenheit, um Uli Ausbildner von unserem Abschnitt, dass ich auch Danke sage. Danke, dass ihr bei diesem Pilotprojekt mitgemacht habt. Es war nämlich auch nicht in der Entwicklungsphase nicht ganz so einfach, weil man natürlich gewisse Entwicklungen erst wachsen müssen haben. Aber wir sind zu einem guten Ende gekommen. Und ich glaube, es lässt sich schon mal mittlerweile schon ganz gut anschauen. Und wir haben sehr viele Erfahrungen gewonnen. Armin, ich nehme an, du bist schon online und du darfst das Mikro schon einschalten und warst schon auf Sendung. Bitte. Ja, super, Hannes. Dankeschön. Danke auch für deine Einleitung. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin in Rutzenham und für die wir sind größte Feuerwehr. Eins haben von den Fahrzeugen her ein Löschfahrzeug zur Verfügung und MTF. Und ja, in unserem Mannschaftsstand hat momentan 54 Kameraden und Kameradinnen und splittet sie wie folgt auf. Wir haben 33 im Aktivstand, wir haben 8 in der Reserve und 13 in der Jugend. Bei unserem Pilotprojekt haben sie 6 Kameraden und Kameradinnen zur Verfügung gestellt und haben sie natürlich auch gefreut, dass sie auch schon mitmachen dürfen. Die haben sie wie folgt aufgegliedert. Wir haben 5 Kameraden und Kameradinnen aus der Jugend übernommen. Und zwar haben die 2019 schon die Truppmann-Ausbildung im Bezirk gemacht und haben dann jetzt 2020 diese Truppführerausbildung absolviert. Ein Kamerad, der ist schon seit 11 Jahren im Aktivstand, dem hat das auch interessiert, der wollte auch unbedingt mitmachen und sind wir auch ganz froh gewesen. Und ja, sind wir, wie gesagt, 6 Personen gewesen. Wie sind wir an die ganze Sache herangegangen bei uns in der Feuerwehr? Wir haben sie natürlich darauf vorbereitet. Wir haben zu Beginn des Jahres darüber gesprochen beim Train the Trainer und haben, wie gesagt, dann auch mit der Ausbildung begonnen. Wir haben die Schnittpunkte gesucht, die Schnittpunkte aus unserem Ausbildungsplan. Das Ausbildungsjahr war ja zum Glück noch sehr jung und wir haben noch viele Möglichkeiten gehabt, dass wir da, wie gesagt, einige Module da auch mit in unseren Plan mit hineingenommen und mit hineinnehmen haben können. Auf der rechten Seite sieht man sie, wir haben dann einen eigenen Ausbildungsplan, einen eigenen Truppführer-Ausbildungsplan geschmiedet und uns zurechtgelegt und uns auch die Arbeit im Kommando dann auch dementsprechend aufgeteilt. Die Module, wie gesagt, die, was vielleicht noch keinen Platz gefunden haben, die haben wir dann, da haben wir dann extra Termine gemacht und extra dann bearbeitet und ausgebildet. Berücksichtigt haben wir natürlich auch da diese Kick-Off-Veranstaltung, diesen Ausbildungstag im Abschnitt, wo natürlich auch schon dementsprechend geschult wurde und auch einige Stunden schon dann abgearbeitet wurden. Ja, die Ausbildungsunterlagen, die haben wir, wie schon besprochen, bekommen von der Landesfeuerwehrschule. Da haben wir verschiedenste PowerPoint-Folien zu jedem Thema bekommen, die natürlich sehr, sehr hilfreich sein und wo auch sehr viel Information
drinnen ist, wo man wirklich super damit arbeiten kann. Wir haben Handzettel zu jeder PowerPoint-Folie dazu bekommen, wo natürlich die Methode der Wissensvermittlung drauf ist, wo auch dann die Ziele draufstehen. Der Teilnehmer soll wissen, der Teilnehmer soll können. Also wirklich ein super Werkzeug, wo man auch dann auch toll damit arbeiten kann. Auf der rechten Seite sehen wir einen Laufzettel. Diesen Laufzettel, den haben wir auch zu Beginn bekommen. Da sieht man, wie viele Stunden zu welchen Modulen, zu welchem Thema zur Verfügung stehen, beziehungsweise was man dann auch dafür verwenden soll. Und ja, da kann man dann mitschreiben. Manche Themen sind vielleicht auf 2 Termine dann auch festgelegt. Und da, dass man eben die Übersicht nicht verliert, kann man da das alles notieren. Es kann natürlich einmal sein, dass ein Kamerad oder eine Kameradin nicht Zeit hat oder nicht dabei war, dann kann man dieses Thema an einem anderen Tag dann auch durcharbeiten. Wir haben unsere Unterlagen über verschiedenste Kommunikationskanäle dann auch in die Mannschaft getragen, also zu unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Truppführer, von der Truppführerausbildung. Wir haben uns da ein SharePoint gemacht auf OneDrive bzw. auf dem Office 365. Das war sehr hilfreich, weil man da natürlich auch auf die Folien zurückgreifen kann und sich da die Auszubildenden selber dann auch nur einmal alles durchschauen können und sich selber fortbilden können. Über WhatsApp-Gruppe haben wir auch einige Unterlagen dann ausgeschickt und auch über E-Mail. Ja, ein paar Einschränkungen haben wir natürlich gehabt. Natürlich ist klar, Corona hat uns nicht gerade in die Karten gespielt. Wir haben generell schon mal nur ein Jahr Zeit gehabt für unsere Ausbildung, weil wir das Pilotprojekt waren. Und ja, Corona hat es nicht gerade erleichtert. Wir haben aber gewisse Teile dann auch auf Distance Learning umgestellt. Wir haben auch Monatsübungen über Distance Learning abgehalten. Da haben wir verschiedenste Formate verwendet, ob es jetzt dann das MS Teams war oder ob wir das über Zoom gemacht haben. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wir sind aber auch drauf gekommen, dass es gerade für die Wissensvermittlung vom theoretischen Teil sehr, sehr dienlich ist und sehr, sehr hilfreich ist, weil man dann natürlich ja auch die ganzen Folien vom PowerPoint abspielen kann. Ja, Gerätschaften zum Teil nicht in der eigenen Feuerwehr vorhanden. Das ist natürlich bei einer kleineren Feuerwehr schon eher der Fall, weil jede kleine Feuerwehr hat jetzt nicht unbedingt hydraulisches Rettungsgerät oder Hebekissen zur Verfügung. Ja, war natürlich schon eine Einschränkung. Wir haben uns da aber natürlich zu helfen gewusst und haben mit den Nachbarfeuerwehren dann zusammengearbeitet und haben auch da gemeinsame Ausbildungstage und gemeinsame Ausbildungsabende dann auch veranstaltet. Größeres Manko, wo wir zu Beginn eigentlich gar nicht so drauf geachtet haben, aber dann draufgekommen sein, das ist die berufliche Ausbildung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die befinden sich natürlich im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Der andere hat eine Lehre, der andere macht vielleicht eine weiterführende Schule und ist vielleicht im Internat. Jetzt sind die Teilnehmer natürlich unter der Woche nicht da. Und ja, wann finden die meisten Monatsübungen statt? Natürlich unter der Woche. Jetzt haben wir da zum Teil auf die Wochenenden dann ausweichen müssen. Aber es hat auch funktioniert. Und ja, der Prüfungsablauf war uns teilweise auch noch nicht zu 100% bekannt. Jetzt haben wir uns halt dann bei den Handzetteln da festhalten müssen und diese Ziele, nach diesen Zielen halt ausgebildet, aber noch nicht spezifisch genau auf ein Thema dann hin, weil wir natürlich noch nicht gewusst haben, wie die Prüfung dann wirklich zu 100% dann fertig aussieht. Ja, Pluspunkte sind wir natürlich auch drauf gekommen, was diese Ausbildung für uns gehabt hat und was auch sehr gewinnbringend ist. Die einheitliche Arbeitsweise in der Feuerwehr wird wieder eingefordert. Das heißt, man macht ja vorher die Theorie in der PowerPoint oder ja, mit den Zetteln halt durch und dann wird es in der Praxis angewendet. Und so findet sich natürlich dieser Input und teilweise auch wieder ein neuer, ein frischer Input
in der Übung dann wieder. Und ja, da werden dann vielleicht dann auch wieder ein paar alteingesessene Arbeitsweisen vielleicht auch wieder mal ein bisschen überdenkt. Und das finden wir in der Feuerwehr, das führt zur Erschaffung eines soliden Basiswissens. Und zwar ein solides Basiswissen für alle gemeinsam. Sehr gut war natürlich auch der Übergang. Der Übergang von der Jugend in den Aktivstand ist ja bei uns auch nicht so einfach, weil in der Jugend treffen sie sich ja wöchentlich und haben eben dieses Feuerwehrwesen wöchentlich einfach zum Tun und es wird einfach mehr gelebt. Und dann kommen sie in einen Aktivstand und dann ja, gibt es vielleicht nur einmal im Monat eine Übung und dann habe ich vielleicht da nicht Zeit, weil da bin ich im Internat. Und durch diese Truppführerausbildung hat man sie dann jetzt doch mehr und vermehrt wieder getroffen und das Feuerwehrwesen lebt einfach in diesem Übergang zwischen 16 bis 18 dann trotzdem auch wieder weiter. Ja, die Kombination, wie gesagt, haben wir schon angesprochen, aus Lehre und Theorie und das Anwenden in der Praxis danach hat sich auch sehr, sehr bewährt. Ja, Armin, ja. Ja, danke. Danke für deinen Bericht. Jetzt ist er bald weg, aber er hört uns sicher noch. Der Armin Lenz, ihr habt schon gemerkt, also der Abschnitt Schwanenstadt geht nicht bis nach Tirol. Der Armin ist Tiroler zu uns gekommen, der Liebe wegen uns. Ich war ja in Tirol schon Feuerwehrmitglied und hat natürlich bei uns seine Ausbildung bis zum FLR Gold fertig gemacht und ist Gruppenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rutzenham. Armin, danke für deinen Bericht. Ich glaube, der Laufzettel zum Beispiel, wenn wir den jetzt hernehmen, wir haben bei der Pilotausbildung den Laufzettel nur einfach als normales Word-Datei verwendet. Natürlich, der Laufzettel ist mittlerweile schon im Seibus eingerichtet und beziehungsweise im Aufbau. Im Seibus gibt es ja den Laufzettel für die Grundausbildung in der Feuerwehr und der Laufzettel auch für die Truppführerausbildung wird in genauso in dieser Art und Weise abgebildet werden und das ist zum Laufzettel. Also das wird natürlich über Seibus dann gemacht. Die Prüfung war natürlich jetzt bei uns in der Pilotausbildung natürlich noch nicht ganz so hundertprozentig, aber mittlerweile haben wir es abgeschlossen, also jetzt wissen wir es. Ich werde euch auch die Prüfung dann noch vorstellen, was wir da gemacht haben. Und vielleicht rufen wir sie eins noch in Erinnerung. Der Armin hat gesagt, ein solides Basiswissen. Ein solides Basiswissen, was eine Feuerwehr wie die Feuerwehr Rutzen haben mit einem Löschfahrzeug und einem MTF, also eigentlich ist Profit für sich mitnehmen kann. Und die Verbindung von der Jugendzeit zu der Aktivmannschaft, diese Zeit gut zu überbrücken und die Teilnehmer, die jungen Feuerwehrmitglieder, in dem Fall war sogar ein älterer dabei, aber ist, glaube ich, auch ganz, ganz positiv, einfach um die Fähigkeiten der Feuerwehrmitglieder festzustellen und wie dann der weitere Weg dann weitergeht. Der weitere Weg, denkt man an spezielle Kurse, Maschinistenausbildung, Obenschutz, Funk und so weiter. Wie schaut das dann auch da aus? Okay. Gut, okay, ist, glaube ich, klar. Ich habe da jetzt von Armin noch die Geschichte jetzt noch, dass natürlich, er hat sehr stark natürlich dann weitergearbeitet und wird auch weiterarbeiten mit den Leistungsprüfungen, Leistungsprüfung Branddienst, Leistungsprüfung technische Hilfeleistung und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil, wo man dann dieses Wissen weiter festigen kann und natürlich auch wieder neu bereichern kann. Gehen wir zur Abschlussprüfung. Wir haben auch eine Abschlussprüfung mit den 44 Teilnehmerinnen durchgeführt und bei dieser Abschlussprüfung haben wir erstens einmal einen Laufzettel kreiert, die Stationen, was er zum Durchlaufen hat. Weil ihr habt ja gehört, also nach einem Jahr kann man ja diverse Module, wo der Teilnehmer glaubt, der ist fit, für diverse Bereiche, kann er sich nach einem Jahr schon frühestens schon abprüfen lassen. Natürlich in dem zweiten Jahr, die Taktik in dem zweiten Jahr, das was mindestens 2 Jahre Abstand haben muss und im zweiten Jahr kann er dann frühestens alles abschließen. Natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche länger, ist das überhaupt kein Problem.
Die Prüfung wird im eigenen Abschnitt gemacht und das ist auch kein Problem nicht. Wenn die Prüfung in einem Nachbarabschnitt durchgeführt wird, weil vielleicht zeitmäßig in den eigenen Abschnitt für den Teilnehmer das nicht ausgeht, ist das kein Problem, weil die Prüfung ist sowieso oberösterreichweit, ist die genormt. Und dieser Laufzettel, okay, ist kreiert worden und ist natürlich auch für jeden Teilnehmer ausgegeben und schaut das so aus, der Teilnehmer geht von Station zu Station, natürlich mit einem Zeitplan. Covid hat das natürlich nur alles ein wenig aufgefächert und die Ausbildner, die Prüfer auf den Stationen, quasi lassen den Teilnehmer Aufgabe ziehen, von mehreren Möglichkeiten das gibt und der Teilnehmer macht diese Aufgaben. Diese Aufgaben zum Beispiel beim schriftlichen Test. Aus 123 Fragen, ein Fragenkatalog, der auch mit Antworten den Teilnehmern bekannt ist und wird auch vorher schon übergeben und kann sich der Teilnehmer wirklich vorbereiten darauf. 20 Fragen aus diesen 123 Fragen aus den jeweiligen Sachgebieten werden dann generiert und es entsteht dann für jeden Teilnehmer also eine Art persönlicher Fragebogen. Und dieser persönliche Fragebogen hat natürlich dann auch einen persönlichen Lösungsbogen und die Prüfer haben dann ganz leicht diesen Test auszuwerten. Zu der Prüfung selbst, was haben wir für einen Aufwand gehabt? Wir haben 12 Prüfer gebraucht, das waren die Ausbildner des Abschnittes, also zum Teil Organe, Mitarbeiter vom Abschnittsfeuerwehrkommando, aber natürlich auch ganz besonders die Ausbildner der jeweiligen Feuerwehr. Man braucht ein Feuerwehrhaus mit ein paar Räumlichkeiten, man braucht ein Tanklöschfahrzeug und vielleicht einen Lüfter für die taktische Ventilation, ist klar, und da oder dort vielleicht auch ein Atemschutzgerät und Handfunkgeräte und so weiter, aber das ist kein so ein großer Aufwand. Diese Geräte sind immer bei den Feuerwehren sowieso vorhanden und in dem Feuerwehrhaus, wo ich das mache, ist das meistens ja alles da. Diverse Unterlagen und Prüfungsbögen und so weiter, ja, braucht man, aber das ist kein so besonders großer Aufwand. Apropos Prüfungsbogen, da sieht man jetzt, dass ein Prüfungsbogen ganz zugerichtet, also zugeschneidert auf ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Büret und das war der Wimmer Stefan und links ist der Lösungsbogen. Und der hat dann diese 20 Fragen mit null Fehler beantwortet und ja, okay, perfekt. Zu diesen Testfragen dann weiter, eine weitere Station, zum Beispiel Funk. Funk, da hat er ganz einfach, der Teilnehmer sitzt links, rechts ist der Prüfer und der Teilnehmer kriegt Informationen. Es wird ein Einsatz eingespielt. Und dieser Einsatz, den macht er da auf dem Tablet, sieht man da jetzt, das was, die Was-Funktionen. Und diese Was-Funktionen muss er dann entsprechend bearbeiten. Einsatz beginnt, was macht er auf dem Was-Gerät? Was macht er in diesem Einsatzformular, diesen Block, was er da liegen hat? Was schreibt er da rein? Dann hat er ein Handfunkgerät und mit diesem Handfunkgerät macht er die entsprechenden Funksprüche. Dann kriegt er Aufträge, kleine Aufträge von einem Gruppenkommandanten und diese Aufträge muss er dann entweder weiterfunken, diese Aufträge muss er protokollieren und so weiter. Und dann kommt er irgendwann einmal zum Abschluss. Es ist eine ganz kleine Station von einem Funkleistungsbewerb, aber sehr viel Praxis angewandt. Gell? Okay, und da geht es wirklich nur um das, dass er das gut umbringt, dass er das Funkgerät bedienen kann, dass er einen Funkspruch annehmen kann, dass er ihn absetzen kann und dass er ihn auch protokollieren kann. Nächstes Beispiel, Atemschutz. Beim Atemschutz gibt es drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, eine Prüfungsmöglichkeit ist, die zirkt er sich, ist eine Atemschutzüberwachung durchzuführen. Mit dem Formblatt des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes, Atemschutzüberwachung, füllt er dann aus und protokolliert er und macht eine Überwachung. Die Prüfer geben die Daten an und der muss, und in dem Fall sieht man das Mädchen da, was da schreibt, die macht diese Atemschutzüberwachung. Der Herr daneben, der hat einen Funkspruch von einem Atemschutztrupp aufgenommen und das ist jetzt dieser Funkspruch im Trockenarbeit und der Funkspruch, da geht es um einen Atemschutznotfall.
Und diesen Artenschutznotfall nimmt der Teilnehmer auf, der Prüfling auf, und diesen Artenschutznotfall muss er an seinen Gruppenkommandanten weiterleiten. Also das ist eine wesentliche Sache, Artenschutznotfall bei der Artenschutzausbildung. Und das Dritte ist das Aufsetzen eines leichten Artenschutzes, eine Maske mit Filter, das ist die dritte Aufgabe. Zum Branddienst und zu den technischen Aufgaben, also wir haben jetzt einmal diesen Branddienst gemacht, denn die technischen Aufgaben haben wir noch gar nicht machen können jetzt im Herbst, weil wir mit der Ausbildung noch gar nicht fertig waren. Und das sieht man jetzt auch, die Ausbildung kann es nicht so ganz schnell jetzt in ein paar Monaten durchmachen, das geht sich fast nicht, also das geht sich nicht aus. Bei freiwilligen Feuerwehren geht sich das nicht aus, da müssen wir jetzt jeden Tag ein paar Mal zusammenkommen. Also wenn man so ein volles Programm macht, ja okay, dann schaffe ich die 40 Stunden schon. Aber wenn ich die im Übungsdienst über mitmache, dann kann ich das nicht in einem halben Jahr machen. Und wir haben ja eingangs schon gesagt, also Corona hat uns einen Strich gemacht und wir hätten, das war sehr ambitioniert, wir haben den technischen Bereich zum Teil ausgebildet, aber die Teilnehmer, die 44 Teilnehmer, waren nur für den Branddienst jetzt einmal reif und den Branddienst haben wir jetzt gemacht. Den technischen Teil, den werden wir nur nachholen und der technische Teil und wenn die ersten Prüfungen dann nächstes Jahr im Herbst zurückkommen, werden wir natürlich auch nochmal ein Webinar machen und da werden wir auch diesen technischen Teil oder die Prüfung allgemein werden wir dann natürlich noch vorstellen. Aber was ich euch da jetzt schon mal berichten kann, was die Aufgaben sind. Im Branddienst. Der Trupp, und da ist jetzt nicht mehr einzeln die Prüfung, sondern truppweise. Zwei Leute können sie von Haus aus sagen, okay, wir zwei absolvieren die Prüfung. Wenn jetzt ungerade Zahl ist, ja, dann muss ein anderer einspringen, gell? Also dann ist das klar. Und diese beiden Prüflinge haben jetzt da gezogen, zum Beispiel die taktische Ventilation. Ein Lüfter aufstellen bei einem Gebäude, mit natürlich auch zu betreiben und mit den notwendigsten Informationen. Und man sieht da jetzt links im Bild ist der Armin Lenz, den was wir jetzt gerade vor Rutzen haben, dazugeschaltet haben und der ist da als Prüfer, ist er da unterwegs. Und natürlich auch der Prüfer stellt auch ständig immer wieder Fragen, was die Teilnehmer der Prüfung da jetzt gerade machen. Und da geht es natürlich auch um ein Lehrgespräch. Und der stellt auch fest und sagt, okay, haben die wirklich eine Ahnung von der taktischen Ventilation? Eine weitere Aufgabe ist zum Beispiel eine Schlauchleitung verlegen im Innenangriff, also in ein Gebäude. Natürlich nicht zu dem, dass man sagt, man muss einen Atemschutz aufnehmen, sondern in ein Gebäude, in ein Stiegenhaus, muss man eine Schlauchleitung vortragen. Und mit dem alles, was dazugehört. Ja, okay. Das wäre diese Aufgabe. Und natürlich, es gibt nur Aufgaben im Außenangriff, zum Beispiel zwei Rohre. Und da geht es jetzt um den tiefen Abstand, um den Seitenabstand der beiden Trupps. Und links, wissen wir ja, ist der Angriffstrupp. Und der Angriffstrupp wird simuliert, wird von zwei einfach Prüflingen, einfach werden die Prüfer stellen, die einfach zwar ein Trupp hin, der muss das betreiben und der Prüfungstrupp ist der rechte Trupp, der Wassertrupp und die müssen jetzt diese Deckungsbreite abschätzen können, wo stellen sie die da hin mit ihrem C-Rohr und so weiter und bauen natürlich das genauso gut alles auf und das wird natürlich also nass durchgeführt. Es gibt natürlich dann noch eine weitere Situation und die weitere Situation ist zum Beispiel einen Schaumangriff oder einen Netzwasserangriff, also mit Netzwasser, mit Zusatz und das ist nur ein weiterer Angriff und dann gibt es noch eine Schlauchleitung verlegen im Gelände, in einem steilen Gelände mit entsprechenden Sicherungen und so weiter. Also das ist Branddienst und aus diesen Teilen jeweils ein Trupp sucht sie dann, also wählt natürlich, also zieht sie eine Aufgabe und diese Aufgabe ist dann zu bewältigen. Der Trupp selber, sie können genauso gut auch reden, also das ist kein Thema nicht, aber der Prüfer muss schon so, wird auf das auch schauen, wenn sie einen nicht da mitziehen lässt, also dann wird er auf das natürlich auch schauen. Aber die beiden können das gemeinsam machen, es gibt keine Festgelegten, sondern es geht wirklich um die Arbeit. Ja, okay, also jetzt waren wir da eigentlich, da haben wir die Prüfung auch nur ein bisschen in Aussicht gestellt und wie das abläuft auf Abschnittsebene. Und für uns jetzt, glaube ich, ganz wichtig, also für die Umsetzung der Truppführerausbildung.
Ja, was kann ich euch mitgeben? Ich kann euch mitgeben, also ich glaube, dass wir mit Herz bei der Sache sind, das wissen wir alle. Also sonst waren wir auch nicht da bei der Feuerwehr dabei. Und dass wir mit Hirn das machen und mit Wissen und uns ständiger Wissen aneignen und dann natürlich dieses Wissen immer wieder auch weiterzugeben, das ist ja der Auftrag vom Ausbildner und natürlich auch mit Hand. Mit Hand, das heißt also, dass wir praktisch arbeiten. Und das ist ein wesentlicher Teil, denn das Feuerwehrwesen ist ein Handwerk. Und dieses Handwerk kann nur funktionieren beim Einsatz und auch im Übungsdienst, wenn ich es auch mache. Und nicht, wenn ich nur rede drüber und Folien anschaue oder diskutiere, sondern auch im letzten Schritt, also dass es auch funktioniert. Und genau diese drei Teile müssen im Einklang stehen. Im Einklang stehen beim Ausbildner und im Einklang stehen eigentlich sogar bis zum Teilnehmer. Und da geht es um eine gewisse Motivation. Die Motivation beginnt schon mal beim Ausbildner. Wenn der Ausbildner motiviert ist, dass er die Ausbildung macht und dass er sagt, okay, da haben wir einen Nutzen, so wie wir heute begonnen haben, wo man sagt, wo ist der Benefit von dieser Ausbildung, dann ist das ein wesentlicher Schritt und dann wird ja diese Motivation vom Ausbildner, wird sie natürlich auf den Teilnehmer übersetzen und eigentlich sind dann alle sehr glücklich drüber. Und ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist in Zukunft. Zu einem perfekten Ausbildner, zu einem gut ausgebildeten Feuerwehrmitglied. Und an dem müssen wir arbeiten. Und die Truppführerausbildung ist sicher ein wesentlicher Schritt, dass das auch funktioniert, dass wir an der Basis eine fundierte Ausbildung haben und dass wir mit dieser fundierten Ausbildung wieder weiterarbeiten können. Und ja, abschließend dazu wünsche ich persönliches Gute bei dieser Ausbildung und ja, und so soll es eigentlich sein. Und ihr werdet sehen, ihr werdet begeistert sein und es funktioniert absolut top. Und ich übergebe jetzt, glaube ich, noch an unseren Schulleiter Stellvertreter, Gottfried Kerschbaumeier, bitte. Johannes, Dankeschön für deine Ausführungen. Sehr anschaulich, sehr authentisch. Die meisten oder alle kennt den Hannes, mit was für ein Eifer und Herzblut er nicht nur Ausbilder bei uns an der Landesfeuerwehrschule ist, sondern auch sein ganzes Feuerwehrleben, sein Feuerwehrwesen im Bezirk, im Abschnitt, das er doch sehr prägt. Danke dafür. Die nächsten 10 Minuten möchte ich jetzt noch verwenden für Übergangsfrist, Übergangsbestimmungen, Anrechnungen beziehungsweise Auswirkungen auf den Lehrgangsbetrieb und Auswirkungen auf den Schulbetrieb 21 und 22. Zu den Übergangsfristen beziehungsweise zu Übergangsbestimmungen. Von Jänner bis August 2021 wird die Übergangsfrist laufen. Das heißt jetzt, es gelten in diesem Zeitraum die Zulassungsvoraussetzungen zu den Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule wie bisher. Auch zu den Lehrgängen auf Bezirksebene. Wir werden jedoch schon eine Prioritätenreihung bei der Lehrgangsplatzvergabe durchführen. Und das wird folgendermaßen ausschauen. Es sind jetzt aufgrund des Lockdowns wieder leider einige Lehrgänge ausgefallen, haben abgesagt werden müssen. Diese Teilnehmer sind aber bereits persönlich verständigt worden und haben die Möglichkeit bekommen, sich für einen weiteren Lehrgang anzumelden, einen auszusuchen, dass die bereits einen Lehrgangsplatz gehabt haben, wieder einen haben. Dann, zweite Priorität, die bereits einen Gruppenkommandantenlehrgang haben. Ich habe das Webinar mitverfolgt, Gruppenkommandantenlehrgang schließt ja die Truppführerausbildung vollinhaltlich ein. Das heißt, es gibt in Oberösterreich von unseren aktiven Feuerwehrmitgliedern über 24.000, die bereits irgendwann einmal in der Landesfeuerwehrschule einen Gruppenkommandantenlehrgang absolviert haben und die bekommen auch automatisch das Zertifikat Truppführer im Cybers hinterlegt. Naja, und dann alle anderen, wenn noch Plätze dementsprechend verfügbar sind. Was für Auswirkungen hat es jetzt auf den aktuellen Lehrgangsbetrieb? Jänner und Februar gibt es keine Einschränkung in Bezug auf Lehrgangsangebot. Die Anmeldung ist bereits erfolgt. Mit 15. Jänner hat man ja anmelden können für Jänner und Februar.
Und wir werden auch in weiterer Folge diesen zweimonatlichen Rhythmus beibehalten bei der Anmeldung. Es wird jetzt wieder etwas oder einige Lockerungen geben, aber wie schaut es dann in Jänner, Februar, März und so weiter aus, kann uns kein Mensch sagen in Bezug auf die Covid-Pandemie. Deshalb bleiben wir bei diesem Zwei-Monats-Rhythmus. Ab März gibt es aber schon Einschränkungen. Es werden ab März keine Gruppenkommandantenlehrgänge mehr angeboten und im Lehrplan ersichtlich sein. Dafür werden zwei Kommandantenlehrgänge, zwei Zugskommandantenlehrgänge, ein Einsatzleiterlehrgang und der Einsatzführungsunterstützungslehrgang, der uns leider im November bereits ausgefallen ist. Einige werden vermutlich dabei sein, einige Kommandanten, die eine nette Einladung vom Landesfeuerwehrinspektor erhalten haben, um die Voraussetzung zu erfüllen und den Kommandantenlehrgang zu absolvieren. Und aufgrund der Einschränkung der Maßnahmen der verminderten Lehrgangsteilnehmeranzahl haben wir mir diese Teilnehmer in dieser Masse nicht ausbilden können. Deshalb werden auch zwei Kommandantenlehrgänge dort Gruppenkommandantenlehrgänge ersetzen. Zugskommandantenlehrgang ebenfalls. Das ist ein wirklicher Run auf diesen Lehrgang und wir brauchen auch diese Lehrgangsplätze. Funklehrgang und Maschinistenlehrgang können im Bezirk im Übergangszeitraum wie gehabt durchgeführt werden. Ja, vollkommen richtig. Wenn einer den Funklehrgang macht, nächstes Jahr, meinetwegen im Jänner und März, egal wann bis August, bekommt dann das Modul Funk der Truppführerausbildung natürlich angerechnet. Maschinistenlehrgang Detto ist von der Luise Ettmeier so erklärt worden bei der Richtlinie. Der aktualisierte Lehrgangsplan wird auch ab morgen, spätestens übermorgen, online verfügbar sein. Und ihr seht dann genau auch den Zeitraum, die Wochen, wann die Lehrgänge, die ich erwähnt habe, eingefügt werden. Diejenigen, die bereits Lehrgänge aussuchen haben können, weil einige ausgefallen sind, die sind bereits auf diese neuen Termine auch hingewiesen worden. Richtig, die sind im Lehrgangsplan noch nicht ersichtlich gewesen. Was gibt es jetzt für Auswirkungen auf den Lehrgangsbetrieb für das Schuljahr 2021 und 2022? Es müssen da einige Folgeplanungen angestellt werden. Ab Schuljahr 2021-2022, das heißt ab September 2021, gilt die Truppführerausbildung als Voraussetzung für sämtliche Lehrgänge. Sämtliche heißt aber nicht alle. Es werden parallel Voraussetzungen für Lehrgänge angepasst, evaluiert, überarbeitet werden. Ich nehme jetzt ein exemplarisches Beispiel her. Beispielsweise wird bei einem Schriftführerlehrgang die Truppführerausbildung nicht unbedingt als Prüfkriterium und Voraussetzung hinterlegt werden. Wünschenswert ist sie natürlich allemal, aber es wird kein Prüfkriterium sein. Das ist ein exemplarisches Beispiel genannt. Deshalb ersuche ich jetzt bereits die Kommandanten und Ausbildungsverantwortlichen der Feuerwehren, die Online-Lehrveranstaltungsanmeldung, diese Richtlinie bzw. die Voraussetzungen für die Lehrgänge, speziell für das nächste Schuljahr, wirklich genau durchzuschauen, dass da zu den richtigen Anmeldungen auch kommt. Im Wintersemester 21, das heißt von September 21 bis Februar 22, wird es dafür mehr höherwertige Führungslehrgänge sowie Lehrgänge mit Voraussetzung Gruppenkommandant geben, zum Beispiel Zugskommandantenlehrgänge, Einsatzleiterlehrgänge, Kommandantenlehrgänge, Einsatzführungsunterstützungslehrgänge, TLF-Lehrgang, ein gefährlicher Stoffe-Lehrgang, hier einige exemplarisch, wo von Haus aus der Gruppenkommandantenlehrgang Voraussetzung ist. Und genau diese Lehrgänge, die ich jetzt erwähnt habe, sind wirklich immer heillos überfüllt. Im Sommersemester, das heißt ab März 2022, werden dafür vermehrt Basislehrgänge angeboten werden. Ja, Gruppenkommandantenlehrgänge oder möglicherweise dann bereits Führen 1, wie der genannt werden wird, Artenschutzlehrgänge, Technisch 1 Lehrgänge, ja auch nur exemplarisch dargestellt. Ich möchte eines nochmal festhalten für die Voraussetzung Truppführerausbildung, die ab September 21 als Voraussetzung gilt. Ein Beispiel.
Bei der Feuerwehr gibt es einen, der hat 2016 den Grundlehrgang absolviert und beispielsweise in dieser Dauer auch nachher dann einmal einen Funklehrgang, einen Atemschutzlehrgang. Der bekommt genau diese zwei Module Funk und Atemschutz angerechnet. Die restlichen Module sind abzulegen. Jetzt gibt es vielleicht irgendwen, der hat 2014 irgendwann einmal einen Grundlehrgang gemacht und dann aufgrund Schule, Studium, Hausbau, Beruf etc. Ist ihm nicht mehr möglich gewesen oder der Person nicht mehr möglich gewesen, dem Feuerwehrwesen aktiv teilzuhaben. Ja, der oder diejenige muss die gesamte Truppführerausbildung durchlaufen, wenn weiterführende Lehrgänge auf Bezirksebene bzw. in der Landesfeuerwehrschule absolviert werden möchten. Nur mal gesagt, wünschenswert ist es allemal, dass die Truppführerausbildung sowieso Teil der Grundausbildung, der Basisausbildung in den Feuerwehren wird. Ich komme zur Zusammenfassung und da möchte ich jetzt einige Punkte erwähnen, die ich jetzt nicht nur sage als stellvertretender Schulleiter und Ausbildungsverantwortlicher der Landesfeuerwehrschule, sondern das sage ich aus tiefstem Herzen als 10-jähriger Feuerwehrkommandant, Stellvertreter und damals für die Ausbildung verantwortlich, 8 Jahre als Feuerwehrkommandant und jetzt als Abschnittsfeuerwehrkommandant von Abschnitt Freistadt Nord. Wir alle Organe, Feuerwehrkommandanten, Ausbildungsverantwortlichen müssen an einem Strang ziehen. Es wird immer Veränderung gefordert. Für eine Führungskraft ist es schlimm, wenn es nie Veränderungen gibt. Doppelt schlimm für eine Führungskraft ist es aber, wenn es dann tatsächlich zu Veränderungen kommt. Weil das löst dementsprechend etwas aus, Planungen aus, Dinge aus, wo man als Führungskraft etwas überlegen muss. Was spricht jetzt meiner Meinung nach für die Truppführerausbildung aus Sicht eines Feuerwehrkommandanten und Abschnittsfeuerwehrkommandanten? Erzeugung von Bindung für die jungen, aktiven Feuerwehrmitglieder in der eigenen Feuerwehr. Der muss für diese Ausbildung die eigene Feuerwehr eigentlich nie verlassen, außer man arbeitet, wie es eh jetzt schon üblich ist, im Pflichtbereich gut zusammen, man macht Ausbildungen gemeinsam. Ist schon erwähnt worden, jede Feuerwehr hat vielleicht nicht jedes Gerät. Und selbst das ist ein Mehrwert für einen Pflichtbereich sondergleichen. Ich komme selber von einem Pflichtbereich mit 7 Feuerwehren. Die Zusammenarbeit funktioniert speziell im Jugendbereich und im Grundausbildungsbereich tadellos, perfekt, möchte ich fast sagen. War auch früher eigentlich nicht denkbar. Jeder hat sein eigenes Suppel gekocht und verdienen diesen Denken muss man ganz einfach weg. Dass man da gemeinsam Ausbildungsthemen ganz einfach auf die Füße stellt. Ich kriege immer wieder die Frage gestellt beim Kommandantenlehrgang. Was machst du oder was sagst du, wie können wir die Leute holen? Jetzt haben wir eine sehr, sehr florierende Jugendarbeit auf der einen Seite mit Mitgliedern von über 30, spitzenmäßig im Jugendbewerbswesen unterwegs, sehr, sehr viele noch das Jugendfeuerwehrleistungsabzeichen in Gold absolviert. Und dann sagt der Jugendbetreuer natürlich zu Recht, lieber Herr Kommandant, jugendmäßig sind Sie ausgebildet, hier hast du Sie für den Aktivstand. Und dann ist oft ein sehr, sehr starker Einbruch, weil man sie vielleicht ja, einerseits nicht das Richtige überlegt, vielleicht einen anderen Zugang hat, man hat möglicherweise keine florierende Bewerbsgruppe. Wie integriere ich diesen oder dieses junge Feuerwehrmitglied in meinen Aktivstand? Einerseits vielleicht einmal über die Grundausbildung. Er war Jugendfeuerwehrmitglied, hat die Grundausbildung ruckzuck erledigt, das sind ja nur ein paar Stunden, das ist richtig. Dass man ihm nur oder der Person nur einen Spind und eine Einsatzuniform gibt, das ist ganz einfach zu wenig. Ich muss mich mit den Personen beschäftigen. Und das erzeugt Bindung. Ich muss mich beschäftigen, ich muss ja Ausbildung erteilen, ich muss ja ganz einfach das Gefühl geben, ich bin dem Kommandant, ich bin dem aktiven Feuerwehrdienst, ich bin meinen Kameraden einfach nicht egal. Und das integriert und das könnt ihr mir ganz einfach glauben. Und wenn jetzt wer sagt, ja, aber das ist schon wieder so viel Zeit und wenn man die Grundausbildung, den Grundlehrgang auf Bezirksebene und die Truppführerausbildung zusammenrechnet, da kommt man über 100 Stunden, ja, vollkommen richtig, man kommt ungefähr auf 130 Ausbildungsstunden in 2 Jahren, so ist der Rahmen einmal gelegt,
beispielsweise, ich nehme jetzt exemplarisch wieder einen Fußballverein her, einer, der was gern macht, mit Herzblut irgendwo dabei ist, der macht ja das gern, unsere Ausbildung gern. Ein Fußballer verbringt im Jahr ungefähr 250 bis 300 Stunden am Fußballplatz. Mit Training und mit einem Wochenende Meisterschaftsspiele. Unsere Meisterschaftsspiele sind die Einsätze, die sind nicht planbar, das ist mir vollkommen klar. Aber diese Ausbildung, wo man mit dem beschäftigt, ist ganz einfach ein System, mit dem ich Bindung erzeugen kann, wo ich die Leute das Gefühl gebe, ich bin einfach nicht egal oder nur eine Nummer und ich muss eh nur kommen, wenn ein Einsatz ist und sonst nicht. Für die Ausbilder, jawohl, da gebe ich jedem recht, wird das schon ein Mehraufwand sein, weil die Ausbildner machen den regulären Übungsplan, kann sehr viel integrieren, das ist richtig. Auch für die Grundausbildung muss ich über kümmern und muss ich über Zeit nehmen von den Ausbildern und für das auch noch. Meistens irgendwo noch im Kommando drinnen oder im erweiterten Kommando und so weiter und so fort. Das ist vollkommen richtig, aber wir haben sie da einmal dafür hergegeben, für den Feuerwehrdienst, für das Ehrenamt, für den Dienst am nächsten. Gute Aufnahme in den aktiven Feuerwehrdienst, habe ich erklärt, was haben jetzt möglicherweise wir als Landesfeuerwehrschule davon? Schaffung von Freiraum für andere bzw. neue Lehrgänge. Es wird auch immer gefordert, es gibt beim Kommandantenlehrgang ist dann aus, dann gibt es keine Lehrgänge mehr. Ja, unterschreibe ich auch und gebe ich vollkommen recht. Ich als Abschnittskommandant hätte mir auch vielleicht gewünscht, dass irgendeinen Lehrgang für höhere Funktionäre irgendwo gibt. Na, was ist denn die Rolle des Abschnittsfeuerwehrkommandanten? Was sind denn die Aufgaben des Abschnittsfeuerwehrkommandanten? Oder auch möglicherweise Bezirkskommandant? Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn es in dieser Art und Weise etwas geben wird. Der Einsatzführungsunterstützungslehrgang ist jetzt eingeführt worden, wo wir auch dementsprechend nachziehen müssen. Es werden die Gruppenkommandantenlehrgänge, technischen Lehrgänge, Artenschutzlehrgänge angepasst werden aufgrund des bereits großen Vorwissens, das in der Truppführerausbildung erlangt wird. Das sind unsere Vorteile. Wir werden den Lehrgangsplan auch dynamisch gestalten. Das habe ich versucht zu erklären, so wie jetzt bei der Übergangsphase. Da mehr, dafür dort ein bisschen weniger. Nächstes Semester dort mehr, woanders ein bisschen weniger. Und vor allem der Faktor Zeit, der spricht jetzt nicht unbedingt jetzt für uns, sondern der spricht für die Teilnehmer einer Truppführerausbildung. Es ist nicht mehr unbedingt notwendig, und das hat der Landesfeuerwehrkommandant in seinen einführenden Worten gesagt, dass ein jeder oder dass sofort das Allheilmittel ein Lehrgang auf Bezirks- oder Landesebene ist. Nein, überhaupt nicht. Mit dieser Truppführerausbildung, wenn ein Feuerwehrmitglied sagt, ich will gar keinen weiterführenden Lehrgang machen, das ist mir gar nicht so wichtig. Ich will Einsatzdienst machen, ich will mit euch fahren, dann reicht als Feuerwehrmann die Truppführerausbildung aus. Meiner Meinung nach. Und das ist, wenn ich mich dementsprechend auch beschäftigt mit den Leuten, den Übungsdienst dementsprechend so anlege, dann passt es. Und somit kommen wir trotzdem, wir als Schule, als Landesfeuerwehrschule, in eine Spezialistenausbildung hinein. Ich habe jetzt noch einige Hinweise, ist jetzt nicht unbedingt zur Truppführerausbildung, aber es sind sehr, sehr viele Kommandanten anwesend. Ein Hinweis auf den Kommandanten-Weiterbildungslehrgänge. Diese Webinare waren bereits eine Sequenz für Kommandanten-Weiterbildungslehrgänge. Es wird am 15. Jänner der Termin Kommandanten-Weiterbildungslehrgang ersatzlos gestrichen. Der wäre für Organe vorgesehen gewesen. Die anderen vier Termine finden statt, jedoch via Webinar finden die statt. Das heißt, die Ende Jänner und im Februar. Es wird hierzu zwischen 18 und 20 Uhr an vier verschiedenen Tagen jeweils verschiedene Fachthemen vorgetragen werden. Die Fachthemen stehen Mitte Dezember fest und dann wird auch die Anmeldung geöffnet werden. Für jedes Webinar stehen mindestens 1000 Plätze und Anmeldungen zur Verfügung. Und ein Hinweis noch an diejenigen, die sich bereits für Kommandanten-Weiterbildungslehrgänge angemeldet haben. Diese Anmeldung ist obsolet und hinfällig. Ich ersuche euch, neu anzumelden, wenn ihr dann natürlich auch das Thema wisst, weil das eine ist vielleicht interessant. Es kann jeder bei jedem Thema eigentlich Zuhörer sein.
So, jetzt möchte ich noch Danke sagen. Danke an alle Mitwirkenden, an meinem Team, die dieses Webinar auch so vorbereitet haben und nicht zuletzt den Ausschuss Bildung und Bewerbe, die da sehr intensiv an dieser Truppführerausbildung gearbeitet haben. Ich möchte Danke sagen für die Unterstützung der IT. Der Dominik Sonnleitner ist unser Ton- und Bildmeister im Hintergrund. Herzlichen Dank dafür. Danke an die Bezirkskommandanten und Abschnittskommandanten, dass ihr nochmal aufgrund des BFK- und AFK-Tages nochmal so intensiv die Werbetrommel gerührt habt. Wie gesagt, fast 800 Feuerwehren haben dieses Webinar mitverfolgt. Und heute möchte ich Danke sagen für 570 Teilnehmer, die den Webinar gelauscht haben. Und bevor jetzt der Landesfeuerwehrkommandant noch seine abschließenden Worte sagt, möchte ich euch alles Gute wünschen. Alles Gute in eurem weiteren Feuerwehrleben und wie gesagt, miteinander schaffen wir das allemal, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und man muss immer diesen Mehrwert sehen, das Glas halb voll. Wenn ich von Haus aus das Glas immer halb leer sehe, bin ich immer skeptisch und pessimistisch eingestellt. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ich darf jetzt den Landesfeuerwehrkommandanten um seine abschließenden Worte ersuchen. Ja, ein herzliches Dankeschön. Ja, es war viel Information in den letzten rund 2 Stunden. Sehr viel Information zu einer neuen Form der Ausbildung, der Truppführerausbildung in Oberösterreich. Denke aber von allen, die sich hier sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, sich beschäftigt haben damit, haben auch ein sehr gutes Bild gemacht darüber, was dahinter steht, hinter der Truppführerausbildung. Und vielleicht das eine oder andere nur ergänzend. Ich glaube, wir haben heute viel davon gesprochen, dass es zum einen die Ausbildung ist, die hier stattfindet, im Sinne des Truppführers, der Truppführerkompetenzen. Aber ich glaube, inhaltlich, und wenn ihr euch die Unterlagen dann in der nächsten Zeit einmal durchschaut, so werdet ihr merken und sehen, dass es wahrscheinlich viele Inhalte sind, die auch für die interne Weiterbildung sehr, sehr gut geeignet sind. Ob es in praktischen Übungen ist oder ob es in Schulungsabenden ist. Also es gibt, denke ich mal, für ein ganzes Übungsjahr hier viele Angebote und Möglichkeiten mit fix und fertig vorbereitenden und aufbereiteten Unterlagen, Präsentationen etc. zu arbeiten und sozusagen dort auch Übung und Weiterbildung zu gestalten. Es ist klar, es ist Veränderung, es ist wieder ein Schritt, Veränderung, der hier stattfindet. Natürlich gibt es da und dort die Skepsis oder vielleicht auch Bedenken in manchen Dingen, aber ich denke, es ist wichtig, sich einmal damit auseinanderzusetzen, als dass man voreilig vielleicht irgendwelche Urteile darüber fällt. Aber Veränderung ist wichtig, Stillstand gilt eigentlich als Rückschritt und das Wesentliche ist auch, dass uns wir entsprechend den Anforderungen und der Zeit bewegen und hier auf neue Formate, auf neue Lernziele uns auch konzentrieren können. Der Mehrwert und die Chancen, die dahinter liegen, sind sehr, sehr groß. Vielleicht für den einen oder anderen noch nicht so greifbar, noch nicht so griffig, aber sie sind da. Und wenn man sich so lange auseinandersetzt, dann denke ich, kann man mit gutem Gewissen nur sagen, da kommt noch einiges, das uns ganz, ganz viel bringen wird, vor allem euch, in den Feuerwehren draußen. Und ich bin der festen Überzeugung, und ich war selbst viele, viele Jahre ja auch Kommandant in meiner Feuerwehr, das Wesentliche ist es, das größte Kapital, das wir haben, ist der Mensch. Auf den bauen wir, ganz klar. Und ich denke, es ist eines ganz wichtig, und auch für mich war es als Kommandant, als Einsatzleiter, und so wird es vermutlich vielen von euch gehen, an der Einsatzstelle ist es wichtig, dieses Kapital so nochmal aufgestockt zu haben, nämlich mit gut ausgebildeter Mannschaft, dann, dass die Einsätze abgewickelt und abgearbeitet werden können. Also da denke ich schon auch, dass es ganz, ganz entscheidend und wichtig ist, dass wir eine gut ausgebildete Mannschaft haben. Das Einsatzspektrum wird umfassender, es wird durchaus komplexer.
Es sind viele Neuerungen immer wieder da, die uns Technologien mitgeben. Also auch da ist ein steter Wandel, der uns intensiv ja auch fordert. Ja, ich darf mich abschließend bei allen ganz herzlich bedanken nochmal für die Teilnahme, für das Dabeisein heute bei diesem Webinar. Auch diese Form werden wir beibehalten, auch diese Form werden wir fortsetzen, auch nach Corona, weil es sich entsprechend gut mittlerweile etabliert hat und für so große oder für solche Themen und Inhalte bietet es sich ausgezeichnet an und daher werden auch wir das weiter mitnehmen, wann es um Wissenstransfer, um Informationen von unserer Seite geht in diesen Bereichen oder auch in anderen, weil wir nutzen es ja auch beispielsweise mit den Bezirks- und Abschnittskommandanten, aber natürlich auch mit den Videokonferenzen mit den BFK, genauso wie sie hier auch in den Feuerwehren diese neuen Formate sehr stark nutzt. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und schließe mich da dem Schulleiter-Stellvertreter an, die vor der Bühne oder hinter den Kulissen, vor den Kulissen gearbeitet haben, dass dieses Webinar hier so gut abgelaufen ist, diese zwei Termine. Es braucht ja diesen Support im Hintergrund, ob es die Fragen sind, die gestellt werden und beantwortet, dass das rasch vonstatten geht, aber vor allem auch, dass der technische Support im Hintergrund funktioniert. Und nochmals ein herzliches Dankeschön all jenen, die mitgewirkt haben an der Erstellung der Unterlagen der Landesfeuerwehrschule hier insbesondere, aber auch unserer Bildungsmanagerin, der Frau Magistra Edmeier. Ja, allen ein herzliches Dankeschön. Danke auch nochmal an euch. Wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Stets den Einsatzdienst unfallfrei, dass er vonstatten geht. Weiterhin, trotz dieser schwierigen Zeit, die wir derzeit durchleben, alles Gute im Feuerwehrdienst und darf damit dieses Webinar offiziell schließen. Dankeschön.